Freitag gibt es wieder Gewitter. Echt? Warum das denn? Weil es zu heiß ist, damit es abkühlen kann. Hast du gesagt am Freitag? Ja, jetzt am Freitag. Verstehe ich nicht. Jetzt am Freitag wird es gewittern. Warum denn ausgerechnet am Freitag? Ja, weil es zu heiß ist. Warum kannst du nicht schon am Donnerstag gewittern? Am Donnerstag wird es nur ein bisschen regnen. Ach, willst du am Freitag draußen sitzen? Nein, das denke ich mir überhaupt nicht aus. You make it out if you go along. Ich beobachte schon seit Tagen ganz erfreut die Prognose und sie verfestigt sich. Hast du nicht immer gesagt, dass der Blumenkohl-Wolkenwettermann immer sagt, man könnte gar kein Gewitter voraussagen? Ja, du kannst es nicht ortsgenau voraussagen. Und auch nicht zeitgenau. Das ist nämlich die Heisenbergsche Unschärferelation. Ja, genau. Deshalb gucke ich ja auch, ob die Prognose sich verfestigt. Ach so. Hallo beim Zylon-Sender, hier ist Zylon Tim und dort ist Zylon Mario. Hallo, ich bin Zylon Mario. Hallo Zylonen, Phil. Ich freue mich sehr auf meine wunderschönen, freundlichen, gut klingenden Mitzylonen Jan. Hallo. Achso, ich dachte, du machst und dann noch einen. Und, genau. Hallo. Dr. Bajus. Bajus Galta. Bajus Galta. Wir sind zurück. Bajus Gibraltar. Vollständig zurück aus der Sommerpause. Beim letzten Mal warten wir eine besondere Folge und diesmal geht's weiter und wir steigen ein in Staffel 3. Wir werden gleich, das kann ich schon mal vorweg verraten, 10 Episoden gleich in der ersten Folge besprechen. Weil wir ja nicht mehr so viel Zeit haben. Ja, man muss ja auch die Pause irgendwie genau, man muss ja wieder die aufholen. Ja. Also macht's euch gemütlich, schnappt euch einen Tee, einen Grog. Das könnte bis zum Winter jetzt dauern. Naja, die 10 Episoden sind allerdings nur 2 bis 5 Minuten lang je Episode und es handelt sich um die Webisodes, die vom Sender ins Internet gestellt wurden, während die Leute alle auf die dritte Staffel gewartet haben. Und es geht eben um den Widerstand auf Neu-Caprica, deswegen heißen die Episoden auch The Resistance. Aber bevor wir da mit einsteigen, möchte ich gerne nochmal kurz den Phil hören, weil er war ja bei unserer letzten Folge nicht dabei, zur alten Battlestar Galactica-Serie. Du hast sie wahrscheinlich auch noch nicht gehört. Richtig. Weil sie ist noch gar nicht veröffentlicht. Aber ich habe gesehen auf Letterboxd, dass du den Film inzwischen auch gesehen hast. Ja, ja, genau, habe ich gesehen und fand ich, also ich habe ihn, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser bewertet, als man ihn eigentlich bewerten sollte, weil, also der ist schon ganz schön anstrengend. Der ist furchtbar lang, der ist gar nicht so clever geschrieben. Es sind ist halt aus den 70ern. Und ich finde, man merkt schon einen großen Unterschied grundsätzlich von Filmen von damals zu Filmen von heute, weil ich finde, das kann man kaum ernst nehmen, weil das auf so vielen Ebenen einfach so aus der Zeit fällt. Also Special Effects ist natürlich unfair, aber wie krass Schauspieler damals zum Beispiel overacted haben. Ich weiß nicht, wie oft in diesem Film eine Szene kam, wo eine Kamera auf eine schreiende Frau zufährt. Das haben wir auch besprochen, immer wenn der Aufzug runterfährt. Ja. Ja. ja, also war nicht so gut, aber also ich habe dem jetzt 2,5 von 5 Sternen auf Letterboxd gegeben. Eigentlich hätte ich ihm, glaube ich, nur 2 geben dürfen, aber es war halt trotzdem irgendwie noch ein bisschen cool, alte Zylonen zu sehen.
Ja, es war halt ganz interessant, auch mal die Charaktere zu sehen, die man jetzt schon kannte, wie sie im Original dargestellt wurden, fand ich. Damit, ich habe mich tatsächlich, das ging mir ganz oft so, wenn die irgendwie gesagt haben, Boomer. Und dann habe ich, ja, aber da ist doch nur dieser Typ, wer, was, ich habe mich echt schwer getan, so von der Neuauflage mich wieder rückzubesinnen darauf, dass das ja damals ganz anders war. Hm. Und wie fandest du Adama? War, glaube ich, fast noch der solideste wahrscheinlich. Und auch wahrscheinlich noch der Charakter, wo sich am wenigsten getan hat in der Neuauflage. Ja, das haben wir tatsächlich auch gesagt. Also weil das schon sehr einfach so der gesetzte autoritäre alte Profi ist. Aber auch so nachdenklich und ja. Ja gut, dann muss ich ja künftig einfach gar nicht mehr mitmachen, mach dann hinterher so ein, sag nochmal in 5 Minuten das Gleiche, was ihr auch ohne mich sagen. Also liebe Fans der alten Serie, die ihr eure alte Serie liebt, Briefe bitte an Phil. Mhm. Aber bitte nur Briefe. Die wichtigste Frage ist ja gar nicht gestellt. Was sagst du zum Hund? Cringy. Oh, das trifft sehr gut. War mir sehr unangenehm. Ich fand es halt auch immer sehr schön, wie man gesehen hat, wie Leute extra über irgendwelche Geländer gesprungen sind, wenn irgendwelche zum Beispiel Schüsse auf dem Planeten so Laser runtergegangen sind. Ja, hat man immer explizit gesehen, wie dann jemand über das Geländer springt. Oder wie Adar am Anfang, als sein Schiff explodiert, so mit dem flatternden Umhang am Geländer steht und schüttelt. Das war schon... Wir hatten gesagt, also die Optik ist wie Star Wars. Von außen sieht es aus wie Star Wars, aber von innen sieht es aus wie die Star Trek Originalserie. So ungefähr. Ja. Ja. Na gut. Aber so viel zum letzten Mal. Kommen wir doch zu etwas Neuem. Nämlich der dritten Staffel und damit den Webisodes Resistance. Fun Fact. Die Webisodes sind gar nicht als 10 Webisodes gedreht worden, sondern tatsächlich als eine Folge, die etwa 30 Minuten lang ist. Also schon ein bisschen kürzer als eine normale Folge, aber wurde als eine Folge gedreht und wurde dann eben auseinandergeschnipselt. Warum? Ja, weil sie eben genau das machen wollten, was sie gemacht haben. Ach so, okay, also das haben sie jetzt nicht nachträglich entschieden, sondern, okay, gut. Die Zeit zu überbrücken. Ist wahrscheinlich praktischer als das Ganze halt, also es gibt ja überhaupt keinen Grund, wenn es so kurz ist, da zu sagen, wir drehen jetzt erstmal nur diese ersten 2 Episoden und dann treffen wir uns in 2 Monaten wieder. Ja, genau, sie müssen sich die Story und machen dann die zweite Episode. Genau, sie müssen sich die Story ja eh überlegen. Das macht ja keinen Sinn, sich eine Story für 2 Minuten zu überlegen und dann danach zu überlegen, wie machen wir jetzt weiter. Wie können wir von hier aus weiterkommen? Okay. Da spielen ein paar Leute mit, die man durchaus kennt von Battlestar, aber irgendwie auch nicht alle. Also Adama spielt zum Beispiel nicht mit, die Präsidentin spielt nicht mit, Apollo und Starbuck spielen nicht mit. Moment, stimmt das? Starbuck spielt kurz mit, oder? Sagen wir nicht einfach, wer mitspielt. Das sind doch nur 2 oder 3. Ja, das kommt ich einfacher. Wer spielt denn mit, Phil? Ty. Und der Chief. Und Jammer. Wer ist das? Einer von der Deckcrew. Dieser Junge mit den schwarzen Haaren. Ja, okay. Der coole Schöne. Pussy. Kelly spielt mit. Stimmt. Kelly spielt mit. Ja, die kenne ich auch. Ich kenne 3. Duck. Den kenne ich auch nicht mit. Kellys Baby? Ja, das also von ihr und dem Chief. Ja, eine komische Flotte. Kommt ja immerhin später auch nochmal vor. Hm. Was meintest du, Mario? Du bist so untergegangen. Ach so. Nein, passt schon. Wir nennen ja nur die Leute, die wir kennen und die vorkommen. Die blonde Frau kennt man ja nicht. Die blonde. Aber der Ehemann von ihr, kam der nicht schon mal vor? Der kommt mir nämlich sehr bekannt vor irgendwie. Der Pilot. Ja, also aber nur als Gesicht. Ja, der Rothaarige. Ja, der war sicher mal ein Statist in der ersten Staffel. Ich habe mir aufgeschrieben bei der ersten Szene, Typ mit roten Haaren, Nora, seine Frau, denn ihr Name wurde tatsächlich direkt genannt, und Typ mit schwarzen Haaren. Das ist Gemma. Da habe ich aber auch noch nie was von gehört von Gemma. Und der war mir auch völlig unbekannt. Der Typ am Hangardeck, der manchmal vorkommen ist mit Chief, oder? Und mit Kelly, genau, die haben immer zusammengearbeitet.
Alles war sehr verpixelt, ich glaube. Stimmt. Also, ja, die waren halt teilweise echt schwer zu erkennen. Genau, wir haben uns Webisodes angeguckt, wie sie im Web liegen, nämlich auf YouTube. Die verlinken wir natürlich auch, kann sich jeder angucken. Aber die Qualität ist echt mies. Die haben nur eine Auflösung von 240p. Und deswegen muss man es sehr klein machen, sonst sieht es sehr unscharf. So war das Internet früher. Ja. Ja, ihr mit eurem 1080p. Ach, 1080. 4K. Ja, nicht auf YouTube. Oder kann das jetzt schon 4K? Ja. Ja? Kannst du das auswählen in den Videos? Das gibt es nur für bestimmte Videos. Okay. Ja, geschrieben wurde das ganze Ding von David Weddle und Bradley Thompson. Beides Namen, die wir auch schon mal gehört hatten in den Staffeln davor. Und Regie führte Wayne Rose. Ja, die erste Episode wurde veröffentlicht am 5. September 2006. Das ging dann immer so weiter, bis die dritte Staffel angefangen hat. Ja, genau. Dann kam halt alle paar Tage. Ich habe gerade was gelesen. Neue Episode. Es gibt einen Grund, warum nur die paar Schauspieler aufgetaucht sind, die wir kennen, also wie Ty und Tyrell, weil das die in Kanada gedreht haben. Nein, sondern die waren dort. In der Drehpause haben alle anderen Schauspieler das Land verlassen. Ah. Und die sind irgendwie dort. Wir müssen hier was drehen. Ja, wir sind noch da, okay. Aber das leben schnell was. Das sind Kanadier wirklich, gell? Also Thai zumindest. Ja, ja. Deswegen war der ja auch nicht auf dieser Comic-Con, die wir. Von dem Chief wusste ich, dass der Kanadier ist. Dann macht das ja total Sinn. Hätten sie auch noch Captain Kirk nehmen können, der ist auch Kanadier. Der hat bestimmt die Centurios gespielt im Hintergrund. Bestimmt. Die geschossen haben und nicht genau. Prügelt sich im Hintergrund genau. Mit einem Centurio. Hat sich das Shirt schon mal zerrissen und prügelt sich mit dem Centurio. Mit einem Gorn-Centurio. Genau. Ich schmeiß die Styroporsteine auf ihn drauf. Okay. Ja, interessante Info. Das macht natürlich Sinn, dass die anderen einfach gar nicht da waren, weil es ja Drehpause war. Traut sich jemand zu, den Plot zusammenzufassen, ohne in die Details zu gehen, damit wir die Details noch hinterher besprechen können? Also in 5 Sätzen? Phil? die Zusammenfassung ist der Titel. Es geht darum, wie sich der Widerstand der Menschen zusammensetzt und organisiert, um eben dieser Invasion der Zylonen auf Neukaprika irgendwie zu begegnen und was da für Konflikte zwischen den Menschen entstehen, weil die da alle unterschiedlich rangehen wollen. Das waren bestimmt genau 5. Ich glaube schon. Passt. Ja, das waren bestimmt genau 5. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir die Folgen einfach mal so. Ach so. Okay. War's das? Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder richtige Folgen besprechen. Bevor wir starten. Wir wollen jetzt was eine Folge besprechen, oder? Ja, klar. Also eine durchgehende Geschichte. Bei uns ja auch so ein bisschen, bis die nächste Staffel anfängt, machen wir jetzt so eine kurze Webisode. Stimmt. Genau. In Kanada. Und ich schneide die hinterher in 10 Stücke. Ja. Immer cool. Einen halben Satz von Phil. Genau. Und du musst auch so mitten im Wort abschneiden. Da kann man nämlich auch selber so ein bisschen Detektiv spielen und muss sich immer notieren, was war das letzte halbe Wort. Genau, und dann musst du aber die Folgen in verschiedener Reihenfolge veröffentlichen, damit man sie selbst zusammenbauen muss. Ich habe, bevor wir anfangen, noch eine Frage an Ben. Du hast nämlich geschrieben, bevor wir angefangen haben, gestern schon, zur Episode 25 Minuten purer Spaß. Und jetzt weiß ich nicht, ob du hättest ein Sarkasmus-Schild hochhalten wollen oder ob das hast ernst gemeint war. Sowohl als auch. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber ist natürlich wieder Galactica-typisch sehr bedrückend, dunkel und und 240p. Ja, in 240p. Genau. Und pixelig gehalten. Nein, ich fand's schon eine bedrückende Folge. Du hast es auf die Stimmung auf die Stimmung abgezielt. Okay, verstehe. Aber gut, unterhalten war ich trotzdem. Ich mag es ja, wenn Leute leiden. Du bist ja Beamter. Genau. So. Ja, fangen wir an. Erste Folge. Da geht's um Thais Widerstand, weil der Thai, Colonel Thai, ist so irgendwie der Boss des Widerstands. Hat man so gleich das Gefühl. Ja. Er sitzt da so in seiner. Also, das ist halt alles diese
karge Szenerie auf Neu Caprica, wie wir sie schon am Ende von Staffel 2 beschrieben hatten. Und es ist kalt und es ist scheinbar immer Winter. Das ist halt so Tundra-Planet oder da, wo die sind, das hatten wir ja schon gesagt. Gerade so lebensfähig, aber nichts Dolles. Und die sitzen da halt alle in so Winterklamotten die ganze Zeit rum, haben Mützen auf und ja, haben da so Geheimrat. Bin ich ein bisschen neidisch geworden. Ja. Ich fühle mit dir. Alles Pinguine. Oh, da gab es Pinguine. Was habe ich reingeschaut? Das ist übrigens am 67. Tag fängt das an. Also die sind schon über 2 Monate da. Dann ja, waren die aber ganz, ganz schön schnell. Also so ein Widerstand auf die Beine zu stellen. Innerhalb von 2 Monaten, da dann schon so eine Operation am Laufen zu haben, finde ich. Sie haben auch schon echt stabiles Gefängnis gebaut. Das stimmt, die Zylonen haben extrem schnell diesen Bunker da gebaut. Es kam bestimmt wie diese Fertighäuser an. Einfach vom Himmel gefallen, bumm. Auf 5 Zelte drauf. Die potenzielle Waffe. Die ersten Insassen. Das Ding hat nämlich keinen Boden. Ach so. Ja, aber wenn man da mal so drüber guckt, quasi die ersten paar Minuten, dann scheint das ja wirklich alles bisher nur Planung zu sein. Also wirklich aktiv geworden sind die alle bisher noch nicht. Und die haben nur ein paar Mitglieder auf jeden Fall. Also. Genau. Nicht, also 5, vielleicht 6. Das ist so die Volksfront von Judäa. Naja, nein. Also ganz so wenige sind das jetzt, glaube ich, nicht. Das ist halt einfach nur, du siehst halt da so den Führungszirkel. Aber sie rekrutieren. Das sind bestimmt nicht alle. Fleißig. Ja, und sie haben halt Probleme beim Rekrutieren, weil die Zylonen ja anscheinend so eine ganz gute Balance finden zwischen Unterdrückung, aber es halt nicht übertreiben. Also so Geschichten wie eben, wir respektieren eure Tempel und gehen da nicht rein. So Sachen, dass einfach genug Menschen sagen, also so irgendwie bewaffneter Kampf ist mir jetzt dann doch zu heiß, weil so schlecht geht's uns ja gar nicht. Wir kriegen ja was zu essen und haben irgendwie Strom und ja. So anders als auf der Flotte ist es jetzt ja auch nicht. Damals hat uns halt Adama kommandiert und jetzt machen das die Zylonen, aber eigentlich. Wir haben 2 Milliarden Menschen. Eigentlich geht's, das ist vollkommen okay. So die, ja, aber halt einfach so deine Basic Needs sind halt abgedeckt. Und du bist jetzt nicht im totalen Überlebenskampf, wo es dann keine Rolle mehr spielt und du. Ich konnte es auch du, verstehen. Du nichts mehr zu verlieren hast. Ja, ja. Also, ich habe schon verstanden, warum die sich jetzt. Also, warum der Widerstand so klein. Mein, gut, anfangs dachte ich eher so, naja, gut. Also, nein, eigentlich ist am Anfang gar nicht klar in der ersten Folge, wie gut es den Leuten ja geht. Man erfährt ja nicht, dass erst irgendwann spät nach der 7., 8. Episode, glaube ich. Dass da ja wirklich die ja, Leute gut, zusammenarbeiten. Ja gut, ich hab jetzt einfach mal entschlossen, dass wir hier nicht Episode für Episode besprechen. Nein, ich meinte nur am Anfang war es irgendwie, ich war ein bisschen irritiert, warum der Widerstand nicht gleich da war, warum nicht gleich so groß war, das habe ich halt gleich gedacht. Deswegen war mir dann klar, okay, ich kann verstehen, warum es so passt, warum keiner eigentlich zum Widerstand möchte, weil denen geht es eigentlich gut. Da habe ich schon gesagt, gut, ich verstehe es. Ja, und also die Zylonen haben das ja auch geschafft, die Menschen dahingegen zu entzweien, ja, entzweie und herrsche, alter römischer Grundsatz, indem sie sozusagen einen Teil der Leute als Polizeitruppe aufstellen gerade. Sie haben ja dann sozusagen Sympathisanten. Ja, und sie können das ja sogar noch als Bonus verkaufen, indem sie sagen, das ist euch doch bestimmt auch lieber, wenn ihr nicht die ganze Zeit Zylonen patrouillieren, sondern Menschen auf Menschen aufpassen, weil ihr könnt ja dann viel besser miteinander umgehen, dann gibt es weniger Konflikte, da haben wir doch alle was davon. Genau, aber weil es halt aus Sicht des Widerstands eben diese Zylonen-Sympathisanten gibt, die ihnen natürlich gefährlich werden können, weil sie die verraten können, müssen die ganz genau abchecken, wen sie aufnehmen und müssen da erst so Background-Checks machen und das machen sie ja gleich am Anfang. Denn da ist der Typ mit den roten Haaren, der heißt Duck, wie wir später erfahren. Und Nora ist seine Frau und der Typ mit den schwarzen Haaren, den ich auch nicht kannte, den aber hoffentlich nicht alle schon kennen, ist Gemma und der gehört schon zum Widerstand und der soll Duck abchecken. Ja, aber Duck hat ja anscheinend erstmal gar keine Lust darauf.
Ja, der hat Lust auf Sex. Genau, der will Baby. Hat sich halt arrangiert mit dem Zustand, ne? Duck and cover. Oh Gott, ich trinke erstmal was. Der hat jetzt da seine Frau und versucht halt sein eigenes kleines Leben und Glück in dieser sehr harschen Umgebung aufzubauen. Und weiß halt, ne, wenn die jetzt anfangen, Unruhe zu stiften und so weiter, dann kann er das in die Tonne kloppen. Ja. Ja, und der läuft ja dann auch Gefahr, dass seiner Familie schlechter geht als jetzt. Oder dass sich die Zylonen an seiner Familie rächen wollen, wenn sie rausfinden, dass er gegen ja, oder auch an ihm regiert. Ja, 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 er ist ja, ist mir egal. Ja, also es ist ja das, die versuchen ja erst eine Familie zu gründen und er sieht da irgendwo eine Zukunft, wo sie versuchen ihn ja später auch zu rekrutieren, wo er das dann so sagt. Und da hat der Chief, der ja da schon ein Kind hat, ne, sieht man ja, Kelly und er haben da ein Baby, denkt er ja, wie soll denn hier ein Kind vernünftig aufwachsen? Also alles oder nichts. Gleichzeitig, während sie versuchen, Duck da mit reinzuziehen, der nicht will, haben sie noch eine andere Sache am Laufen, nämlich sie verstecken überall an verschiedenen Orten so Waffen. Sie haben so Weapon-Stashes oder wie man das nennen mag. Mhm. Und dafür wollen sie auch einen oder den Tempel benutzen. Aber ja, haben ja so also für alles an, ja, Zelte, gibt ja für Schulen und dann bestimmt auch große Messen zum Essen und so weiter und eben auch Tempelzelte. Und als heilige Stelle ist das wahrscheinlich vor einer Durchsuchung durch die Zylonen sicher, weil, wie er ja sagt, sie wollen ja so, ne, den Menschen innerhalb dieser Unterdrückung noch, ja, ihre eigenen Freiheiten lassen, um denen die Illusion eines möglichst gleichberechtigten oder in der Unterdrückung gleichberechtigten Lebens vorzugaukeln. Aber wenn die Menschen sich eben nicht an den Deal halten, der so unausgesprochen dahergeht, dann halten die sich auch nicht mehr daran. Ja, und das ist ja auch was, finde ich, was man tatsächlich voll nachvollziehen kann. Also was ich mir auch als Widerstand sehr, sehr gut überlegen würde, ob ich jetzt so Deals aufs Spiel setze und damit den Zylonen ja auch die Möglichkeit eröffnet zu sagen, ja, seht ihr, wir haben es ja nett versucht, aber das funktioniert ja nicht, das wird ja nur ausgenutzt. Ja, und jetzt dann müssen eben halt die Zügel angezogen werden. Das alles wieder ins Gegenteil zu verkehren, wie das habt ihr euch selbst eingebrockt, beziehungsweise den Leuten, die nicht im Widerstand sind, das habt ihr dem Widerstand zu verdanken. Genau. Man weiß ja zu dem Zeitpunkt doch jetzt auch gar nicht, meinen die Zylonen das ernst? Wollen die wirklich Frieden? Wollen die Kooperation? Oder ist das im Endeffekt erstmal nur alles ein Trick, um die Leute eben rauszulocken, die noch eine Gefahr darstellen können? Ja, genau. Und deshalb teilt sich das ja so auf, eben in die Leute, die sich darauf einlassen, sagen, ja, okay, genau, wir versuchen das jetzt mal, machen das Beste draus. Und die sagen, ja, nein, auf keinen Fall. Die Zylonen wollen einfach nur die ganze Menschheit ausrotten. Und wir müssen denen jeden Schritt so schwer wie möglich machen und müssen denen an jeder Stelle irgendwie entgegentreten. Nochmal zur Auffrischung. Ist das jetzt die Gruppe an Zylonen, die sich unter der Six und Boomer abgespalten hat? Ja, genau. Okay, also die eigentlich für den Frieden und nicht den vollkommenen Genozid an den Menschen sind. Genau. Aber eben auch eine interessante Vorstellung von Frieden haben. Es gibt dann noch irgendwie so eine Szene, wo Tai und seine Truppe da ist mit irgendwas, ist da mit so einem Spielbrett mit schwarzen und weißen Steinen, oder ist das der Tempel? Das ist der Tempel. Ach so. Tempel, ja, ja. Genau. Also die legen das da drauf, das ist ja, glaube ich, auf die Waffenkiste gelegt. Ah, okay. Ja, so, genau. Die haben quasi diese Tischdecke draufgelegt und dann schmeißen sie den Tempel wieder drauf. Genau. Und dann gleichzeitig sagt ja dann Nora, sie will wieder in den Tempel. Da denkt man schon, aha, Nora will in den Tempel. Der andere will eine Familie gründen, da passiert jetzt schon gleich was ganz Schlimmes. Ja, als er dann sagt, oh, geh du mal in den Tempel, ich bleib mal hier im Bett. Ja. Da.
Und dann ist ich gehe mal in den Keller, das Bier holen, kommst du. Das wäre nur noch deutlicher, allein. Wenn sie gesagt hätte, wenn sie irgendwie, sie ist die Priesterin von dem Tempel und heute ist ihr letzter Arbeitstag. Genau. Danach habe ich ganz viel Zeit für unsere Familie. So hätten sie es bei den Simpsons gemacht. Ja, genau. Ich gehe jetzt noch einmal vorbeten und dann machen wir endlich unser Kind. Genau. Okay, bis später dann. Bis gleich. Streich du schon mal das Kinderzelt. Und dann passiert, was passieren musste. Kelly ist auch im Tempel und Kelly überlebt. Mit ihrem Baby. Genau. Und die Frau stirbt für eine Handvoll Sellerie. Grünzeug. Ja. Es war wirklich Staudensellerie. Das einzige Gemüse, was mehr Kalorien beim Verdauen verbraucht, als es dir gibt. Ach, das ist gut zum Abnehmen dann. Und es schmeckt kacke. Genau, also die Zylonen greifen halt den Tempel an, während sie drin sind und ballern da alles zu Brei. Ja, sie kommen und wollen rein und die Menschen versuchen ja mit aller Gewalt sie daran zu hindern. Ja, genau, die versuchen die daran zu hindern. Es ja. ist nicht so, dass die einfach also die ballern. Die rufen daher so im Hintergrund so, stand your ground. Und ja, genau. Ihr seid alles Zylonen-Sympathisanten. Nein. Du hast halt nicht genau zugehört. Neutrale Beobachter. Das Bild war so schlecht. Deswegen konnte ich das nicht hören. Ich sagte zu. Was? Ich kann sie nicht verstehen. Ich wollte Hand drauf. Demonstrandum. Ja, auf jeden Fall stirbt sie. Habe ich mir gedacht, jetzt wird Duck bestimmt wütend sein. Aber der wusste ja gar nichts von dem Waffenversteck. Und dann kommt er aber irgendwie doch drauf und wird wütend. So krass mit der Referat. Manchmal, Tim. Liebe Freunde, das war's für diese Woche. Duck wird wütend. Die Dinge sind nicht so, aber dann sind die Dinge so. Nichts ist, wie es zu sein scheint. Außer das. Das ist so. Ich habe ja erst nur gesagt, was ich mir gedacht habe, was jetzt passiert. Und dann dachte, ja, okay. Aber er kann ja gar nicht wütend auf die sein, weil er weiß ja gar nichts von den Waffen. Dann hast du weiter gedacht. Ja, nee, habe ich nicht weiter gedacht. Dann hat er einfach gefragt, waren da Waffen? Und dann habe ich gedacht, dann hab ich gesagt, tü-lü-lü. Ja. Aber das war ja, also, oder ist ja. ja auch nicht das einzige Mal, wo sie quasi wissentlich unbeteiligt in Gefahr bringen. Was ich sagen wollte, ist, dass der Widerstand ja anscheinend es nicht so ernst nimmt mit dem Einzelnen, sondern quasi wirklich nur das Gemeinwohl im Auge hat und dass es wichtiger ist, die Überlebenden zu befreien, anstatt alle Menschen gleich zu beschützen. Ach, vielleicht nehmen die das auch nicht nur einfach in Kauf, sondern versuchen das sogar noch aktiv zu befreien. Also weil es funktioniert ja wunderbar, weil sie ja, darüber das reden, dass nach diesem Vorfall bei dem Tempel sie sich vor Rekruten kaum retten können. Und zumindest, also beim Chief weiß ich jetzt nicht, aber bei Tai könnte ich mir gut vorstellen, dass, vorausgesetzt er ist schlau genug, um auf den Trichter zu kommen, dass er so Vorfälle auch absichtlich provozieren würde, um die Menschen einfach enger zusammenzubringen und gegen die Zylonen zu vereinen. Ja, war ich mir auch nicht sicher, weil einerseits... Aber ich weiß halt nicht, ob der smart genug ist dafür. Genau. Oder ob es ihm einfach scheißegal ist, dass da auch andere Leute dabei sterben. Ich glaube, genau das ist es, glaube ich. Er ist da, glaube ich, so kaltblütig, dass er sagt, er sagt ja auch, also Zitat, War is messy. Und? We don't need any crybabies in this outfit. Ja, genau, das ist ja schon ziemlich kaltblütig. Genau. Ja, also, die Szene wiederholt sich ja später auch nochmal. Ich glaube jetzt nicht, dass er davor zurückschrecken würde, aber wie gesagt, ich gehe halt nicht davon aus, dass er smart genug ist, um so einen Plan. Nö, ich meine, er sagt ja später auch, wenn sie dann von diesem Bombenanschlag reden und dann wirft Gemma ja ein, dass er direkt neben ihrem Ziel das Krankenhaus ist, wo die ganzen Verletzten drin liegen und dann meint er ja auch nur, ja, müssen die Verletzten eben gucken, wie sie klarkommen. Ja. Mhm. Ein Krankenhauszelt. Genau. Das Krankenhauszelt, genau. Dann weiß Mesh, Mesh ist da. Ja, manchmal glaubt man, sie haben den Widerstand einfach nur des Widerstands wegen. Ja, bei Pure ist ja genauso irgendwie. Der ist ja auch ziemlich hardcore unterwegs. Aber bei ihm kann man es ja noch nicht so richtig sehen.
weil er sich eher bedeckt hält, aber ist auch ziemlich angepisst. Ja, die gehen da aber schon unterschiedlich ran. Also für den Chief ist es schon so, dass der Kampf für die gute Sache, und bei Tai ist es halt, wir sind im Krieg, und solange der Krieg weitergeht, wird halt Krieg gespielt. Ja, egal, ob es den macht. Schon die Agenda, schlussendlich frei zu sein von der Zylonenherrschaft. Ja, natürlich, weil, ja klar, aber das ist ja der Krieg. Der Krieg ist Menschen gegen Zylonen. Okay. Und jetzt gerade hat er halt keinen Battlestar zur Verfügung, aber er nimmt halt, was er kriegen kann. Er nimmt Gemma. Wo ist eigentlich Alan in den USA, oder? Alkohol sinken. Alan ist gar nicht da. Die ist wahrscheinlich in den USA, weil sie... Ach, keine seine Kanadier Frau. Ja, ja. Ja, stimmt, Alan, ja. Ja, stimmt, die ist ja auch da geblieben auf dem Planeten. Er nimmt halt Alan alle Brand. Möglichkeiten, um von ihr wegzukommen. Ach, deswegen ist er so kriegsaffin. Oh Gott, wir müssen den Widerstand weiter aufrechterhalten. Er will doch einfach nur sterben. Da habe ich mir jetzt aber gedacht, wenn nur die paar jetzt in Kanada geblieben sind, weil sie dort leben, hat man jetzt die Story extra für die jetzt geschrieben, weil sie dort gelebt haben, oder war das eh geplant vorher? Das würde mich jetzt interessieren. Ich glaube, die hat man für die Zuschauer geschrieben. Nein, ich meine... Ah, Tim, also manchmal... Vielleicht. Das hätte man bestimmt auch mit anderen Charakteren machen können, Mario. Ja, das meine ich ja, also... Ja, also wobei jetzt Duck Chief hättest du auch einen Apollo nehmen können. Das stimmt. So, ich dachte, die Duck Frage war, ob die Story geschrieben Story. Wurde, damit die was zu tun haben, weil sie in Kanada geblieben sind. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Hier gibt's doch nur Bäume. In einem Urlaub. Ein bisschen was von diesen Handlungssträngen. Das Arbeitsamt schickt mich zu einem Kurs, ich will nicht. Die geben sie mir einen Job. Ich kriege keine Versicherung. Okay. Ich hab's falsch verstanden, ich gebe es zu. Ist in Ordnung, Tim. Du denkst da viel zu anders. Ich glaube, wir sehen dann schon das Detention Center, also das Gefängnis. Ist das der richtige Inhaftierungszentrum oder so wahrscheinlich? Die Erziehungsanstalt. Ja. Ein schweres Gebäude aus Beton. Und der Typ mit den schwarzen Haaren, den ihr Gemma nennt, der ist da drin. Der ist da drin. Er also, wacht da quasi, und was also macht am er Anfang. Da drin, Tim? Er steht. Und dann dachte ich, eigentlich kann er da ja gar nicht stehen, aber dann stand er da. Aber dann stand er da. Der war vorher doch schon woanders. Es war verrückt. Sehr, sehr gut. Genau, der steht nämlich da einfach, ohne dass man erfährt, wie er da reinkommt. Also er steht da, hat gefesselte Hände und dann kommt nämlich weißt Nummer du wie? 5. Durch die Tür. Nummer 5 lebt. Hä? Achso, da ist Nummer 5. Das ist Nummer 5, genau. Nummer 5 ist der Reporter. Der Zylonen. Also nicht die Reporterin, die kennen wir ja, sondern der Reporter. Also der Journalist oder was er ist. Die Lügenpresse. Genau. Und der versucht Gemma umzudrehen. Jetzt nicht physikalisch, bitte, sondern... Dreh dich vor. Nicht, oh, Leute. Nicht physikalisch, sondern psychisch. Psychisch. Mit einer nicht etikierten Limonadenflasche. Ist ja und eigentlich der trinkt irgendjemand außer mir nüchtern? Ja, ich bin nüchtern. Ich habe Tee und Salz getrunken. Das war Salz gut. Getrunken? Das war so Salz. Das wird die beste Folge aller Zeiten. Wieso trinkst du Salz? Hab ich doch eben erklärt. Jetzt lass uns weitermachen. Da. Wo waren wir da? Eigentlich hat das ja auch eher gelöffelt. Genau. Ja. Ist aber nicht gesund. Naja, Nummer 5 macht es aber ziemlich, ziemlich gescheit, finde ich. Also er meinte ja dann ja, wir haben das herausgefunden mit dem Tempel und denk mal drüber nach, vielleicht war das ja einer von euch Menschen, der uns zugesteckt hat, dass da was ist. Und denk mal drüber nach, Gemma. Nein, er möchte ja James nennen mit dem echten Namen. So nennen wir ihn auch, James Gemma. James Gemma, genau. Ja. Und man sieht den James. Aha, und jetzt gleich. Und ich bin's jetzt wieder gewesen, wenn ich ihn will. Oh, Tim, es unterbricht es doch auch nicht. Auch Tim, wirklich. Oh, Tim, bitte. Man merkt den Gemma halt wirklich an, dass er ihm doch zuhört und sich schon Gedanken drüber macht.
Was wir ja, jetzt nicht erwähnt haben, ist, dass der Gemma, er war immer nicht dafür, was sie jetzt geplant haben, die ganze Zeit immer. Also er hat immer schon ein paar Bedenken gehabt in den Episodes davor und danach ja auch noch. Also der Teil meinte ja auch, ja, super, dass man ihn gefangen genommen, also dass er jetzt dort ist, weil der wird uns wahrscheinlich verraten. Weil er eine Pussy ist, wie Ty sagt. Genau. Aber ich meine, der Mann hat ja auch ganz am Anfang, als ne, der Rothaarige, seine Frau und er aus dem Zelt rausgegangen sind und in diesem Werbeplakat für die menschliche Polizei vorbeigegangen sind, hat er ja auch gesagt, eigentlich ist das doch gar nicht so eine schlechte Idee. Die ne, überlassen dann, ist doch besser, wenn Menschen das hier patrouillieren und nicht andere Leute. Und dann hat der Rothaarige ja sehr vehement reagiert, indem er das da runtergerissen hat. Wo ich zuerst dachte, ah, deswegen wird er eingekerkert, aber dann hat sich das alles ganz anders entwickelt. Und jetzt verfolgt er ja wieder, wo er weiterhin diese Idee vielleicht, oder er wird dazu ausgesucht von der Nummer 5, als menschlicher Polizist ein Potenzial für Frieden zu haben. Ja, genau. Er also, denkt sich halt aus seiner Warte, dass er so das Schlimmste irgendwie vielleicht verhindern kann. Genau, und daran sieht man ja, dass die Zylonen viel mehr wissen über die ganzen Inhaftierten, sage ich mal, also über alle Menschen in dieser Siedlung, als denen vielleicht bewusst ist. Ja, oder dass sie halt zumindest ein gutes Gespür dafür haben. Ja, sowas Analytisches, keine Ahnung. Ja. Er erwähnt da ja noch den Saft, den ihr eben schon erwähnt habt. Und das ist ja Saft, der auf den hiesigen Feldern angebaut wurde, auf den hiesigen gemeinsam von Menschen genau. Und Zylonen genau. Errichtet angeblich. Wurden. Ja, so richtig schön. Die Menschen buddeln und Zylonen schwingen die Peitsche. In gemeinsamer Arbeit. Vielleicht war es Säulen. Ja, gut, ich meine, es trinken ja auch nur die Menschen. Ja, stimmt. Ja. Weiß, was das ist das Erdöl, das, ist ja jetzt das nichts, sollen die Menschen nicht viel davon haben. Vielleicht ist es Soylent Green. Saft. Mhm. Habe ich auch so ein bisschen gedacht. Kommen. Das ist doch bestimmt Blut. Aber ich habe irgendwie mich ein bisschen an Matrix erinnert gefühlt, also an Matrix B-Movie. Wie die Verhörungsszene von Neo ganz am Anfang. So Mr. Anderson. Wo sie ja mit dem in dem Raum sitzen. Mhm. Nur halt in schlecht. Ja, aber er kriegt ihn ja dann rum und gibt ihm dann noch so, ist das ein Schlüssel, glaube ich, für das Detention Center. Falls er mal wieder so eine Zugangskarte. Ja. Ich dachte, das war eine Speicherkarte. Dachte ich auch. Also ich glaube, er sagt irgendwann Key oder so. Ja, das war es wahrscheinlich auch. Damit kann er halt einfach immer wieder in dieses Detention Center reinkommen. Er sollte es irgendwie der Wache am Eingang zeigen. Sollte. Ja. Die lässt ihn dann rein. Ja, und dann wird er wieder freigelassen. Ja. Und auch gleich vom Chief. Gibt ein super Bild nach außen. Hä? Gibt ein super Bild nach außen, wenn er dann so locker aus dem Dingens wieder rausläuft. So, ja, alles gut, die wollten gar nichts von mir. Oh, hey Chief, was machst denn du da? Dich habe ich gar nicht erwartet. Ich setze mal meine Mütze auf, gell? Ich lache ein bisschen. Hihihihi. Also der Chief checkt ihn gleich ab. Antwort. Klar. Der kann nicht lügen, der Typ. Also sogar jeder Trottel hätte gesehen, dass der Gemma gelogen hat. Der hat erst mal 15 Sekunden gebraucht, um zu antworten. Gemma gelogen? Naja, also wenn du aus so einer Situation rauskommst, nein, ich meine, das ist so typisch Serie, Film wieder. Glaubt jetzt die Person ihm oder erkennt er nicht, dass er gelogen hat? Normalerweise zuckt man schon aus bei so einer Sache, aber okay. Der war offensichtlich gelogen. Und es steht nein, viel auf dem Spiel. Also wenn du, zumindest mir persönlich ging das schon oft so, wenn ich bei irgendjemandem dazugekommen bin, der gerade einen Film geguckt hat und mir das Vorwissen fehlt, kannst du so Szenen ganz, ganz anders interpretieren, warum jetzt irgendjemand so furchtbar schwitzt oder so lange überlegt und dann ist es für dich überhaupt gar nicht eindeutig, dass der jetzt gerade lügt, sondern dafür kann es 100 Gründe geben, wenn du nicht dieses ganze Zuschauerwissen hast. Und deshalb ist es eigentlich gar nicht so unplausibel, dass es dann immer für den anderen Charakter vielleicht doch glaubwürdig ist, was er sagt, auch wenn du als Zuschauer da sitzt und dir denkst, oh, sieht man doch total, dass er sich jetzt gerade was aus den Fingern saugt. Weil du ja weißt, welche Szene vorher war und der Chief weiß es aber nicht. Ja, genau. Aber man selber kennt die Wahrheit halt als Zuschauer.
Ja, aber und das macht halt den entscheidenden Unterschied. Ja. Genau. Außer man ist so ein Profiler oder wie die Typen nennen, die gibt es ja auch diese Fernsehserie, wo ein professioneller Lügendetektor ist. Columbo. Lie to Me, genau. Ach so. Und schon sehen alle Leute in ihren alltäglichen Gesprächen immer irgendwelche Lügen. Das hat schon Dr. House gesagt. Menschen lügen. Ist auch menschlich. Ich glaube, das war's schon, oder? Es kommen nur noch. Ah, nee, jetzt kommt. Ja, aber ist jetzt am Ende klar, wer da wo ist? Ja, schon. Also, ich glaube, am Ende ist schon klar, dass sich der Rotschopf dem Widerstand anschließt. Echt? Nein. Also für mich, ja. Eigentlich ist das klar. Ja, okay. Also ich habe das so interpretiert, dass der sich jetzt dafür entschieden hat, weil er seine Frau rächen muss. Ja, habe ich jetzt auch so verstanden. Aber er hat dann nicht gesagt, er geht zur Polizei? Ja, natürlich. Weil es für den Widerstand. Vorteil ist, wenn du einen Maulwurf in der Polizei hast. Genau. Aha. Okay, so weit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich dachte, er will nur zur Polizei, um die Mörder zu finden. Aber er will nicht für den Widerstand arbeiten. So habe ich es verstanden. Das ist falsch. Richtig. Also ich habe ihn wörtlich genommen und er hat gesagt, ist alles egal. Wie du es so oft tust. Ja, aber das hat er doch nur auf den Satz vom Dingens hier von Tai gesagt, das ist eine gefährliche Sache. Und dann meinte er, und? Was habe ich denn noch zu verlieren? Ah, ja. So war das gemeint. Okay. Aber da entwickelt sich so eine Art Departed-Sache, ne? Weil ja, genau. Der eine weil jetzt ist nämlich da der Maulwurf und der andere da ist der Maulwurf. Da der Maulwurf. Ja. Doppelmaulwurf. Und am Ende wird es böse ausgehen. Woher weißt du das? Wie immer bei Battlestar Galactica. Nicht für alle. Also, es werden bestimmt ein paar überleben. Genau, also für mich wäre jetzt interessant, und da werden wir aber auf die nächste Folge warten müssen, ob das, was man jetzt in den Webisodes sieht, da auch jetzt weiterverarbeitet wird. Also jetzt, ob man jetzt zum Beispiel diesen Sprengstoffanschlag auf das Krankenhaus sieht, ja. Oder ob das wirklich nur Zwischenepisoden waren, wo jetzt überhaupt nicht mehr drauf eingegangen wird. Gute Frage. Nächste Frage. Das werden wir beim nächsten Mal klären können wahrscheinlich, weil wir dann wenn ja es heißt, ja, weiß die nicht, erste ob Folge am der Mal, dritten ja. Staffel gesehen haben. Boah, bei mir ist es jetzt aber schon ein bisschen her wirklich. Also ich habe die Serie nie ganz zu Ende gesehen, aber so, ich glaube nach Neu-Caprica ist der Planet, wo wir sind, oder? Mhm. Mhm. Danach hört es bei mir so langsam echt auf, wo ich gut. Ja, bei mir auch. Erinnern kann. Finde ich aber auch gut so. Das ist aber doch lustig, weil eigentlich kommt ja das, was danach kommt, das hast du ja eigentlich viel später gesehen. Das müsste eigentlich viel mehr in deinem Kopf sein. Ja, aber ich habe es nicht so gebannt am Stück gesehen. Das war alles viel mehr über einen viel größeren Zeitraum verteilt. Ja, okay. Das war, glaube ich, immer, wenn es abends mal auf Tele 5 lief oder so, habe ich es mir reingezogen. Also ich muss eins zugeben, ich habe zum Beispiel total verdrängt, dass Tyra und Kelly ein Kind haben. Da habe ich googeln müssen, wann ist denn das passiert in der Serie. Das ist auch nie passiert, oder? Das sieht man ja nicht. Oder war das schon in der letzten Folge so? Ja. Nee, das ist passiert auf eben das ist auf dem Planeten passiert, aber das sehen wir ja nicht. Das ist zwischen das nicht grad gesagt. Den Webisodes. Ja, nein, ja, ja, aber man sieht ich will es doch der nur zeitlich Folge. Einordnen, den mein Bauch. Freund. Jetzt, ja, ja, diesen riesigen hier. Bauch sieht man in der letzten Folge, ja. Ja. Ja, das habe ich nämlich voll verdrängt irgendwie. Das war doch die Szene, wo er so eine Gewerkschaftsrede gehalten hat. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Baby, wer ist denn das Baby eigentlich? Baby. Das Baby. Das ist völlig irrelevant. Hat bestimmt keinen Namen. Das ist einfach ja. The Baby. The Baby. Baby One. Baby One. Nee, Baby One ist ja jemand anders. Achso, das ist Baby Two. Hat noch jemand irgendwas zu dieser Folge beizusagen? Ich habe nicht den Eindruck. Hallo, wir reden gerade über diese Serie. Wir versuchen Zeit rauszuspielen irgendwie. Ich glaube, das müssen wir nicht. Das ist eine kurze Folge und die können wir auch kurz abhandeln. Sehr gut, dann machen wir ganz kurz. Was für einen kurzen Jogginglauf für unsere Zuhörer. Wie hat sie dir denn gefallen, Jan? Welche von den 10? Oh Gott. Und ich fand sie ganz okay. Also, war jetzt nichts Besonderes. Das war kein tiefer Handlungsbogen. Es war alles sehr vorhersehbar, aber es ja, ist eben auch so in 25 Minuten. Das war okay.
Okay, heißt ja, in ist, Zahlen? Ist doch ein netter, netter okay, Appetithappen. Ja. Ah, eine 5. Mhm. Da will ich mich gleich anschließen. Ich hätte nämlich genau das gleich gesagt. Vor allem dieses Vorhersehbar, das war natürlich, da das so komprimiert ist, hat jede Szene unmittelbar zur nächsten geführt. Und man hat sofort gemerkt, wenn in dem einen Handlungsstrang über Waffen im Tempel gesprochen wurde und über in dem anderen Handlungsstrang, wir haben es ja eben auch verballhornt, über die Szene, ach, wir haben uns alle so lieb, aber ich gehe jetzt erst noch kurz in den Tempel, dann hat man schon gewusst, aha, okay, das war's dann. ja, das war natürlich dem geschuldet, dass das einfach so komprimiert war. Und ich glaube auch, das funktioniert, das ist wirklich ein Appetithappen, wie du schon gesagt hast. Und das funktioniert nicht als eine Folge in der Qualität, wie vielleicht sonst eine Folge hat. Ja, außer vielleicht der Boxkampf. Also, man muss sich halt verdeutlichen, das war halt Werbung, die einfach so einen Monat, bevor die neue Staffel losgeht, nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen soll. Das war damals bestimmt auch irgendwie das Lösung. Oh, das ist aber innovativ jetzt irgendwie, da so Schnipsel im Internet zu veröffentlichen, die dich wieder so ein bisschen in diese Welt reinholen, die ein bisschen den Ton setzen von der Stimmung. Ich glaube, sowas haben sie gerade für die neue Star Trek-Serie für die zweite Staffel auch angekündigt, dass solche Webisodes oder Kurzschnipsel da vorher kommen sollen. Ja, gut, ich gebe auch 5 Punkte. Mario? Ich werde mich anschließen. Also es war vollkommen okay. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. 5 Punkte. Phil? Ja, ich habe jetzt gerade eben schon irgendwie 2-3 Mal zwischenrein geredet. Die Idee finde ich halt einfach gut. Das macht aber diese 25 Minuten Erzählschnipsel halt nicht interessanter. Also ich, ja, mit 5 Punkten liegt man da schon ganz gut. Es ist halt nett. Mhm. Und Ben? Ja, ich würde auch 5 Punkte geben. Ich meine, wir haben jetzt das meiste schon gesagt. Ich muss tatsächlich zugeben, ich hatte die Webisodes vorher nicht gesehen. Ah, du kanntest die noch gar nicht. Genau. Und da ich aber weiß, was danach kommt und die Folgen danach sehr gut kenne, habe ich doch die eine oder andere Sache, die ich jetzt wahrscheinlich in den Folgen besser verstehen oder nachvollziehen kann. Durch diese. Ach, jetzt hast du verraten, dass sie sich doch darauf beziehen. Wollte ich jetzt auch gerade sagen. Die danke. Das große Geheimnis, das die im Vorhin aufgebaut hat. Aber ich habe die Webisodes vorher auch nie gesehen. Ich habe die Webisodes vorher auch nicht gesehen. Gar. Nee, also ich auch nicht. Ich auch. Und wenn ich Zuschauer sage, meine ich Zuhörer. Ach so. Also hast du dir quasi vorgestellt, es wären Zuschauer und dann waren es Zuhörer. Letzte Worte. Oh nein. Jan. Für eine Handvoll Sellerie. Sehr gut, das gewinnt, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Da müsst ihr euch schon sehr anstrengen. Insbesondere ich, der ich sage, we don't need any crybabies. Phil? Oh, ich bin. Gar nicht, der Mario ist dran. Mario? Ihr habt ihn Gemma genannt. Phil? Ja? Was ist denn? Bist du? Kannst es nicht herauszögern. Ich versuche überhaupt gar nicht, das herauszuzögern. Waffen im Tempel. Okay. Und das letzte Wort hat Ben. Bei Nummer 5 lebt natürlich auch ziemlich gut. Ja, Nummer 5 lebt fand ich auch nicht, aber das ist ja doof, das hatten wir. Ich sag einfach, müssen Sie gucken, wie Sie klarkommen. Sollen Sie doch Kuchen essen? Ja, nicht. Aber Saft haben Sie. Sollen Sie doch Saft essen? Genau. Zusammengebraut aus bestem Menschenblut von Zylonen. Ich meine natürlich, die Menschen und Zylonen haben zusammengearbeitet. Genau, Zimmerservice. Die Zylonen haben die Welt verarbeitet, habt ihr gesagt. Mach's gut. Bye. Tschüss.
Ich werde das mit den letzten Worten nie lernen. Nein, ich auch nicht. Ich vergesse das immer, bis Tim es sagt und ich denke mir dann, ach komm, halt doch einfach die Klappe. Wie viele Jahre machen wir das schon und ich krieg's nicht rein, einfach während ich mir die Folge angucke, irgendwann zu denken, das ist gut. Ich hab's tatsächlich dieses Mal getan. Ja, und das hast du auch gleich gewonnen, siehst du? Phil, hast du gleich einen Ansporn. Genau. Belohnung darf Jan dann die nächste Folge zusammenfassen. Nee, Jan darf nach Rom fahren und in den Zirkus gehen. Ich darf in den Zirkus. Also jedes Mal, wenn wir uns verabschieden und ich Tschüss sage, dann fange ich auch an zu winken in den Monitor. Das ist ziemlich komisch. Tim nimmt alles auf, auch mit der Kamera. Genau, das kommt schon auch rüber. Die Leute von der NSA denken das auch. Weil der Luftzug hört man. Schon wieder. Ja, er winkt. Schon wieder nichts. Woher weißt du das? Ich muss morgen nicht nach Köln, weil Gamescom ist. Deswegen musst du nicht nach Köln. Deswegen fahren ganz viele Leute nach Köln. Aber Leute, die sonst in Köln sind und Hotels buchen, die gehen dann nicht nach Köln, weil die Hotels nämlich dann fünfmal so viel kosten. Echt, machen sie das mit Absicht, die Preise erhöhen? Nein, das bitte nie machen. Das machen die nicht mit Absicht, Mario. Wie hast du das denn ausgedacht? Das ist auch immer zufällig so, dass die Spritpreise nach oben gehen, wenn Ferien sind. Unglaubliche Deutschen. Also in Österreich gibt es das hier nicht, gell? Da kommt der Putin mal zu einer Hochzeit mit 20 Euro. Gibt es auch keine Gamescom. Ihr habt ja auch keine Games. Nein, wir haben sowas ähnliches wie die Gamescom. Das ist aber viel, viel, viel kleiner und im Rathaus in Wien bei uns. In einem Zimmer, da steht ein Computer. Okay, du hast gewonnen, Mario. Und da kommt ein Publisher hin von einem Handygame. Nein, von allen. Von fast allen Handygames. Ja. Glaubt ja. Die ganze aber ich muss dir sagen, Wien ist einfach immer teuer. Da ist es egal, wann du da hingehst. Ach, Blödsinn. Touristen. Wien ist immer billig. Kommt davon, wenn du in der Innenstadt bist, dann bist du selber schuld. Das sage ich zu jedem Touristen. Ja, ja, ich bin halt auch immer so einer Konferenz da. Da sind da auch 10.000, 12.000 Leute mehr. Ja, die finden meistens eh nur in inneren Bezirken wahrscheinlich statt. Ja, auf dieser Insel da. Donauinsel? Ja, in diesem riesen Konferenzzentrum. Dann haben wir ja gar nicht so wenig veröffentlicht in unserer Sommerpause. Wieso? Na, ich finde, da war schon. Wir haben nichts veröffentlicht in unserer Sommerpause. Wieso? Was haben wir denn veröffentlicht? War ja Pause. Ihr habt doch Leftovers. Ja, aber das war doch nicht für den Sender. Trotzdem das sind immer noch die Leftovers. Das ist ein ganz anderes Team. Alter. Das ist die Sommerbesetzung. Das ist Philardo. Mit den Stuntmen. Philipp. Genau. Und so, und mit so angeklebten Bärten. Im Radio. Willkommen zu die Salensender. Hola. 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 Ich bin der Mario. Si. Ne Luigi. Aber wir hatten, muss man ja auch sagen, wir hatten ja jetzt auch seit Anfang Mai Sommerpause. Ja, ja der Sommer ist auch ein Jahrhundertsommer. Ja, das ist halt auch echt heiß die ganze Zeit. Mhm. Ja, sollen die Leute mal wissen, wie es ist, wenn man hier in Unterhose sitzt und noch was reden muss. Immerhin hast du noch eine an. Ja, ich habe immer noch Unterhose erst das an. Erster Sechster haben wir doch noch, haben wir die letzte Folge veröffentlicht. Ja, aber das heißt ja nicht, dass wir sie nicht schon früher aufgenommen haben. Doch, das heißt das auf jeden Fall, dass wir sie früher aufgenommen haben. Wir haben sie veröffentlicht und dann aufgenommen. Ich glaube, Anfang Mai haben wir die aufgenommen. Ja, wir hatten einen Riesenstapel. Die war gar nicht so schlecht, die letzte Folge, obwohl ich so unzufrieden war nach der Aufnahme. Die war ganz gut. War ich da dabei? Nee. Das war doch aber sehr schnell. Der Mario steht doch. Doch, du weißt, da waren alle dabei. Es war ja nur ein Witz. Timing ist das wichtig. Es war ein guter Timing. Timing. Ich fand ihn gut. Ja, das Timing war sehr gut. Ein exquisites Timing. Ich hoffe, das hast du noch aufgenommen. Das muss nämlich rein in die Folge. Habe ich natürlich aufgenommen. Ah, toll. Ja, so. Teams erster Witz im Zahlensender. Gibt es sonst noch was Wichtiges? Ja, ich habe mein Komma-Problem nicht gelöst. Also,
Es fällt mir schwer, Komma zu sagen. Übrigens, was heißt nämlich bei uns in Österreich Beistrich. Ja. Und das nervt mich eigentlich, immer Komma sagen zu müssen. So in Google habe ich letztens Beistrich eingeben. Das klingt so nach Beischlaf. Ja, und das Ergebnis hat er dann auch bekommen. Ja, auf einmal war ich da beim Beischlaf.at. Wirklich? Siehst du? Jetzt immer Komma eingegeben. In meinem Kopf Komma ist so was Ähnliches passiert. Die DATEV hat jetzt so eine Plattform geschaffen, wo sie Steuerberater an halt Leute vermitteln wollen, die Steuererklärung machen wollen. Und sie haben es genannt Anbahnungsplattform. Und ich finde, es klingt voll nach. Hier, knick-knack, ne? Anbandeln? Der moderne Straßenstrich im Internet. Wollen wir mal anbandeln? Ich habe vom Finanzamt jetzt so einen Scheißfisch zurückbekommen. Ich musste eine EUR-Anlage machen. Ich muss irgendwas mit Umsatzsteuer machen, obwohl ich nur einen Lehrauftrag an der Uni gehabt habe. Ja, dann, okay, können wir machen. Nee, ich habe das jetzt schon einfach irgendwo eingetragen und wieder eingereicht. Einspruch erhoben. Immer gespannt, was dabei rumkommt. Ja, immer Einspruch. Jetzt musste ich 600 Euro nachzahlen, aber haben die mir gesagt, haben sie denn die Übungsleiterpauschale in Anspruch genommen? Ich so, ne, was ist das? Ja, das sind 2400 Euro pro Jahr. Ach so. Ja, damit. War aber sehr nett, wenn das Finanzamt das selbst gesagt hat. Du kannst einfach anrufen und fragen. Ja, genau. Mhm. Die Frau, die war auch sehr entspannt. Da ist anscheinend nicht so viel los gewesen. Ich glaube, das war auch die letzte Arbeitstag. Auch du, je nachdem, was für ein Typ die ist, ist es völlig egal, wie viel da los ist. Es gibt Leute, die sind tiefenentspannt. Ah, die war echt sehr tiefenentspannt. Die klang auch ganz jung. Ich glaube, die hat ihr Job beim Finanzamt noch nicht verdorben. Ich habe letzte Woche mit einem telefoniert, der einen Antrag von uns seit 4 Wochen unbearbeitet bei sich liegen hat, wo die Frist eigentlich vor 2 Wochen schon rum war, und habe ihn darum gebeten, dass er das jetzt doch mal macht. Und er hat gesagt, ja gut, dann bleibt halt was anderes liegen. Oh, großartig. Ich habe da drauf geguckt, dachte, ah, jetzt macht es ja auch keinen Sinn mehr. Jetzt muss die Frist ich mich ja eh abgelaufen. Eh schon die Mahnung. Wie dieses Faultier bei Zoopedia oder wie diese Zeichen. Zoomania, ja. Genau, ja. Ja, fand ich überhaupt gar nicht treffend und oder so. Aber trotzdem, tolle Szene, ja. Ja. Ha. Habe ich auch nie gesehen, ehrlich gesagt. Gibt's auch, aber Netflix. Die Szene, die war im Trailer auch schon. Und ja, du, den Film brauchst du ja. Ist das die mit dem Witz? Ja, genau. Aber gibt's auf Netflix, glaube ich. Habe ich, glaube ich, da gesehen. Habe ich auch. Ja, aber brauchen wir ja dann nicht mehr gucken, wenn wir die Szene. Nee, wenn wir das schon gesehen haben, brauchst du das ja nicht mehr gucken. Kennst du das? Was denn? Hab ich schon House of Cards gesehen? Ja, klar. House of Cards, den neuen heißen Scheiß. Also ich. Jetzt in Österreich angekommen. Spacey. Ja, habe ich gesehen. Ja. Und ich habe es letztens gelesen, der Schwule aus Star Trek, ich habe vergessen, wie er heißt. Ja, dass er von ihm missbraucht wurde. Mario, du das bist am Puls der Zeit. Er war der Erste, gelesen, der ihn quasi angedingst hat. Ja, aber ich habe damals so gelesen, ja, irgendeiner, also ein Junge hat ihn quasi irgendwie gemeldet, dachte ich zuerst. Und es liegt in der Vergangenheit, das ist ja schon ein paar Jahre her. Was machst du da die ganze Zeit? Es ist heiß, ich muss wedeln. Nee, du musst nicht wedeln. Hör auf, dir ein Wedeln. Hör dir auf, dir einen am Mikrofon zu wedeln. Ist das ekelhaft? Bist du wieder auf anbahnungs.at oder was? Beischlaf heißt das. Beistrich. Der Beistrich. Sag das doch mal, Jan, bitte. Am Eistrich erkennt man den Beistrich. Du rollst das eher so schön wie ein Österreicher, wie es gehört. Meine Stiefoma hat dich beleidigt. Deswegen haben auch hier die Tiger-Pumas haben gesagt, der Aachener aus Österreich. Ja, das hat schon geredet. Na, die unseren Podcast nachgemacht haben zum Wichteln. Die haben doch gesagt, da ist dieser Aachener bei, der aus Österreich ist oder so. Ja, der Jan, also das ist mir schon aufgefallen, der rollt das eher immer so wunderschön und ich stehe voll drauf. Also das ist... Aber kannst du dich jetzt trotzdem mit dem Wedel noch kurz beherrschen? Ja, ich bin fertig. Ich habe schon weggelegt. Kannst du ja deine alte Folge anhören? Ja, habe ich schon weggelegt. So wie bei einem Fisch namens Wanda, wo sie die eine Frau immer will, dass er Russisch redet. Und dann hängt er ja hinterher aus dem Fenster raus, kopfüber, und redet Russisch. Kennt wieder keiner. Nein. Na klar, kenne ich Fisch namens Wanda. Natürlich. Hallo? Ein hervorragender Film. Ein hervorragender Film. Ganz hervorragend. Stimme dir zu. Asshole!
Achso, wie heißt der? Bodo, nee. Otto. Otto, genau. Otto. Ja. Otto der Ninja. Hatte da nicht Kevin Klein sogar einen Oscar für gekriegt? Oder war das? Kann ich mir vorstellen. Er ist einfach so unausstehlich. Gleich mal gucken. Ich glaube, der hat für einen Fisch namens Wanda einen Oscar gekriegt. Vielleicht verwechsel ich das aber auch mit was anderem. Ach mein Gott. Ich kann mal eine Tastatur. Oder war nominiert? Oscar-Gewinner als bester Nebendarsteller wurde Kevin Klein. Woo! Tja, da haben wir es wieder. Ein Kevin, der noch in Ordnung ist oder der auch was verbockt. Ah, und zwei Nominierungen, die sie nicht bekommen haben. Boah, Frechheit. Was denn? Bestes Drehbuch und beste Regie. Naja. Das ist frech. Entschuldigung, jetzt habe ich euch unterbrochen bei eurer Oscar-Verleihung-Dingsbums. Ja, erinnert sich über die Regeln, habe ich gehört, oder? Was erinnert sich da? Ich habe es nicht verstanden. Ja, sie wollen jetzt auch mehr gute Filme populäre geben. Filme. Und die unwichtigen Leute wollen es jetzt irgendwie nur in der Pause geben, oder? Die gewonnen haben. So habe ich es verstanden, mit Kamera und so irgendwas, gell? Ja, die also unwichtigen die, Leute, ja, genau. Ja, ja. Ja, du siehst jetzt nur noch bester Film, erfolgreichster Film, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller. Das ist ja lächerlich. Bester Regisseur. Das habe ich mir auch gerade ausgedacht. Aber auch nicht mehr beste Hauptdarstellerin und beste Nebendarstellerin. Die machen das im Nebenraum. Ja, das geht auch. Ja, eben. Weißt, Nebendarstellerin. Ich finde, Frauen haben schon genug Aufmerksamkeit. Ja, echt mal. Die brauchen nicht auch noch Preise gewinnen. Heißt ja auch der aus. Oh, besser. Da wir jetzt alle mal schnell ein Sarkasmus-Schild hochhalten. Ich nehme ja nicht mehr auf. Nein. Bester Darsteller ist dieses Jahr Kevin Costner. Ich glaube, das machen wir in der Pause. Kevin Costner? Ja. Ist dieses Jahr bester Hauptdarsteller. Das war mein Kommentar zu die unwichtigen Leute kommen in der Pause dran. Ja. Ach so. Ach so. Okay. Ich hab's verstanden. Ich dachte schon, der macht einen Film. Ich freue mich auf den neuen Film von Viggo Mortensen. Ja, ich nicht. Was denn? Okay. Aber erzähl ruhig. Ich kenn ihn nicht. Worum geht's das? Wo er im USA der 50er Jahre ungefähr. Chauffeur spielt für einen schwarzen Pianisten und der hat sich in den Kopf gesetzt, eine Tour durch den amerikanischen Süden zu machen. Und es sieht sehr gut aus. Das ist eine besonders gute Idee in den 50ern. Ja. Ja, eben, aber das scheint mir ein sehr cooler Film zu sein. Green Book. Muss der dann im Auto auch hinten einsteigen? Ja, der wichtige Mann sitzt doch hinten. Wenn du einen Chauffeur hast. Das und selbst wenn es ein Taxi wäre, wäre das in den USA normal. Das war schon wieder gar nicht rein. Das tut mir sehr leid, Tim. Ja, aber ich habe ihn einfach übergangen. Weil Schwarze im Bus hinten einsteigen mussten in den 50ern und 60ern. Deswegen fährt er ja Auto. Ja. Hinten. Ich finde meine Witze gut. Es gibt übrigens, ja, das merken wir, auf Netflix eine ganz hervorragende Doku über den Vietnamkrieg, wer sich für sowas interessiert. Ich weiß so wenig über den Vietnamkrieg. Irgendwas mit Vietnam. Ich weiß, du wusstest tatsächlich bisher alles aus Filmen. Also aus Full Metal Jacket und Apocalypse Now. Mehr sie heißt einfach nur Vietnam. Ich wusste bis jetzt über den Vietnamkrieg, dass die Amis mehr Bomben und Munition verbraucht haben als alle im Zweiten Weltkrieg zusammen. Und trotzdem haben sie verloren. Ja. Dumm gelaufen. Ja, also die ist ziemlich lang, aber ziemlich gut. Okay. Hier ist einfach nur Vietnam. Ich suche einfach mal nach Vietnam. Mit drei A. Einfach Vietnam, dann müsste ich sie ja finden. Von Ken Burns. Hier, The Drop habe ich mir jetzt angeguckt. Ziemlich guter Film. Ja. Ich fand, ich habe mal irgendwann vor 10, 15 Jahren Der schmale Grat gesehen und fand den unheimlich langweilig. Und jetzt habe ich irgendwie... Langsam und langweilig. Und jetzt habe ich irgendwo gelesen, der wäre jetzt cineastisch total gut. Ich glaube, den muss ich mal gucken. Ja, ich finde, das sieht auch toll aus. Ah, dann liegt den das auch da. Hier, ja. Ich kann mich nur noch an dieses wehende Gras die ganze Zeit erinnern. Ja. Vielleicht war das Der sieht toll aus. Und da spielen erstaunlich viele, also es ist auch wieder so ein Film, wo du auch in Nebenrollen die ganze Zeit bekannte Gesichter hast. Okay. Dann setze ich mal Vietnam auf die Wunschliste. Das habe ich aufgehört, bei Netflix eine Liste zu führen. Guckst es gleich. Ich finde die dämlich. Ich gucke die Dinge einfach gleich. Die Liste, die wird ja einfach nur immer größer. Das bringt ja nichts. Ja, das sehe ich bei meinem Letterbox. Achso, ja doch, da gibt es ja auch eine Wunschliste. Ja, nein. War gar nicht zum Lachen. Ich glaube, das war ernst gemeint.
Ja, ja, ich, aber die wird wirklich immer länger. Ich führe so eine Liste nur noch bei Steam, damit ich Sonderangebote abgreife. Ich führe die Liste bei werstreamtis.com, weil dann kriegst du nämlich eine E-Mail. Werstreamtis.com? Nein, werstreamt.s, so heißt es. Ja. Ja. Werstreamt.s, weil dann kriegst du nämlich eine E-Mail, wenn das, was du dir auf die Liste gelegt hast, verfügbar ist. Ja, ist auch was nett. Anderem als MaxDome. Ja, darf, aber, was du angibst, was du hast. Du kannst aber ich komme ja so schon nicht hinterher mit gucken. Mhm. Und also du bist schon sehr eigentlich weit voraus mit gucken. Mhm. Ich setze immer alles auf die Liste und gucke gar nicht. Das ist viel zu wenig. Also, nein, es gibt viel zu viel. Dann nein. Ist das Listensystem so wertvoll wie ein Fünf-Sterne-System. Das ist auch wie bei diesen Reader-Apps und so. Es gibt ja so, lese mich später. Wenn man so, ja, ich habe so viele Lesezeichen. Ja, ja, ach, genau. Das habe ich auch aufgehört. Interessanter Artikel. Das ist total super. Wenn man das auf diese Liste gelegt hat, ist es einfach für immer weg und man ist zufrieden. Ich finde das super. Ja. Ich gucke nie mehr drauf, aber es ist aus dem Sinn. Weil ich habe so viele Tabs immer offen mit interessanten Sachen, wo ich einfach denke, ach Gott, ja, man könnte es die zumachen. Ey, ich mache erstmal ein Lesezeichen. Das ist das Moderne. Das ist das Moderne, ich notiere es auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Ich habe ein Haus angezündet und ich habe Angst, dass ich es wieder tun könnte. Oh, das fünfte Element gibt's auch. Ah, habe ich schon auf der Wishlist. Ach, ich finde Netflix ziemlich, ich weiß nicht, unübersichtlich irgendwie. Das ist mir. Du kannst nicht mal alles auf einen Blick sehen. Das ist ziemlich blöd zu suchen. Du kannst nicht alles auf einen Blick sehen. Alle Dinge auf einen Blick. Nein, ich meine jetzt, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Lass mich doch. Ich finde es unübersichtlich einfach. Ich finde es unübersichtlich. Der Wunschliste kannst du nicht mal unterteilen irgendwie. Und es nervt mich, dass nicht ganz oben steht in der ersten Reihe, damit ich, was du zuletzt gesehen hast, willst du dort weiterschauen? Nein, ja, das stört mich auch, nein, sondern da kommt immer irgendwas. Was? Jetzt steht bei mir hier zum Beispiel Netflix Originale und dann derzeit beliebt und jetzt kommt was. Bei mir steht gerade Profil der ersten, von Mario weiterschauen. Bei mir steht in der ersten Reihe mit dem Profil von Tim weiterschauen. Ja, das ändert sich aber, immer. Ach so. Ja. Das ist echt lästig. Das stimmt, aber das ist mir auch schon mal aufgefallen, dass ich zurückkam und dann war das nicht da. Ja, dann musste ich irgendwie rumscrollen. Dann musste ich runterscrollen. Ja. Dann musstest du irgendwas anderes gucken. Genau. Verdammt. Ja. Ich fange auch alles immer nur an. Aber man sieht doch auch, was man alles schon geguckt hat irgendwo, oder? Ja. Echt? Wo denn? Ich weiß nicht. Ja, bei deinem Konto. Konto? Auf deinem Konto gibt's die, was sie gesehen haben oder so, heißt das? Titelverlauf. Und da kannst du dann scrollen. Ganz lange. Ich finde den Titelverlauf nicht. Ach, da unten. Unten rechts. Ah ja, da. Disenchantment Teil 1. Cool. Sumpf und Gloria. Disenchantment Teil 1, die Prinzessin vom Titfield. Disenchantment Teil 1, Schlossparty Massaker. Wieso heißen die ganzen Folgen Disenchantment Teil 1? Ich glaube, das ist ein Fehler. Ach, ist nein, das ist meine Staffel. Ja. Ja. Mhm. Sehr gut, Tim. Hast du einen Fehler bemerkt? Ja, aber das ist ja völliger Quatsch. Bei Monty Pythons Flying Circus schreiben sie Serie 3, Serie 1. Und nicht Titel oder Teil. Hm. Und bei The End of the Fucking World schreiben sie Staffel 1. Ich kann alle herunter dann auf einmal. Okay, machen wir das einmal. Meinen ganzen Titelverlauf herunternahmen, bitte. Ja, ich gucke wenig, muss ich sagen. Bin unzufrieden über Netflix, dass ich wenig gucke. Ich habe einen Monat lang nichts geguckt. Boah, was habe ich da? Das ist Sleepy Hollow. Ah ja. New Girl. Mhm. Ich glaube, Sleepy Hollow habe ich auch nochmal auf meiner Liste. Was hast du noch so auf deiner Liste, Tim? Soll ich mal gucken, wo sieht man die denn? Hast du Gran Torino auf deiner Liste? Den gibt es nämlich auch bei Netflix jetzt. Wo sieht man der denn nochmal die Liste? Ist das gut, auch so eine Zeile? Ja. Naja, wenn du auf der Startseite bist, steht also da irgendwo meine Liste. Oder halt oben meine Liste. Ja. Ja. Oder dort oben. Meine Liste. Gran Torino ist doch hier mit genau, Sylvester Stallone. Genau. Hä? Ja. Dirty Harry. Genau, Dirty Harry. Make my day, Punk.
Ja, ich habe alle Hand auf meine Liste, sehe ich gerade. Ich sag doch, das funktioniert nicht. Oh, das noch Konzept Liste ist flawed. Doch, das sind noch Sachen auf meiner Liste, die kann ich abhaken, weil ich die inzwischen schon geguckt habe. Das ist ja doof, dass ihr das nicht automatisch aus meiner Liste rausnimmt. Nee, wahrscheinlich, vielleicht hast du es einfach nicht bei Netflix gesehen. Doch. Weil es schon so lange da drauf ist. Macht das automatisch. Wer die Nachtigall stört, habe ich geguckt auf Netflix. Und bis zum Ende. Gestört? Bis zum Ende, wieso nicht? Mich stört es aber auch. Ach so, weil ich das eben gesagt habe. Ja, weil das ein Grund wäre, dass es noch auf der Liste ist. Ja, nee, ich habe es bis zum Ende geguckt. Ich habe ja seltsame Sachen hier drauf. Einfach auf der Wunschliste. Auf der Wunschliste. Tina Turner, Superstar? Pandorum, da habe ich noch nie irgendwas von gehört. Wieso habe ich das auf meiner Wunschliste? Den musst du aber auch nicht gucken. Dann schmeißen wir es gleich von der Wunschliste. Super beeindruckend. Aber ich den jetzt Filme. Vielleicht tue ich dem jetzt Unrecht und verwechsel den. Das hat was mit Weltraum zu tun. Jetzt weil die Astronauten wachen in einem künstlichen Tiefschlaf auf. Schau dir Moon an. Habe ich ja nicht, doch. Kenne ich doch. Okay. Aber übrigens auch mit Kevin Spacey als Stimme. Gucken wir nicht mehr. Stimmt. Kevin Spacey, der neue Film hat $127 eingespielt am Wochenende. Ja. Sleepy Hollow habe ich auch mal selber Liste. Drin, fünfmal. Aber Gran Torino setze ich dann gleich mal drauf. Den habe ich nämlich tatsächlich. Das, was ich mir sage, mache ich nämlich jetzt auch. Weil das ist das mit dem orangen Auto im Cover, oder? Ja, genau. Oder rot. Also auf jeden Fall. Ja, mit dem Auto. Ja. Wenn ich Gran Torino eingebe, dann kommt Flucht von Alcatraz. Bei mir kommt Gatsby. Ich muss Gran Torino ohne D eingeben. Das heißt Gran Torino. Grande das Torino. Ist das Auto. Ah. Oh, jetzt hast du ihm den Film gespoilert. Ja, es ist ein Käfer, der ein eigenes Bewusstsein hat. Ein gelber oder ein grauer? Die Part ist auch online. Der ist cool. Der ist gut, den habe ich schon mal gesehen. Ist auch auf meiner Liste. Parted ist ein sehr guter Film. Aber es ist einer, so nach dem ersten Mal nimmt er halt ein bisschen ab. So ein bisschen eben auch wie The Drop. Also wenn du den am Anfang, ich glaube, wenn du ihn zum zweiten Mal guckst, dann, also bei dem Film hatte ich wirklich so ein was zum Geier-Effekt. Ja, es war auch, aber war ganz schön cool, auch hier James Gandolfini nochmal wieder zu sehen. Ach, den. Der spielt auch mit, gibt es jetzt auch neu auf Netflix in Zero Dark Thirty. Okay. Da geht es um die Jagd nach Bin Laden. Der ist auch gut von der hier von der Regisseurin von diesem Bombenfilm mit Jeremy Renner im Irak. Kenne ich auch nicht. The Hurt Locker. Ja, genau, The Hurt Locker. Catherine Bigelow. Der war auch ein Hammerfilm, ey. Der war gut, ja. Habe ich auch schon mal gehört, den Titel. Kannst du ja auch auf die Liste setzen. Ist der auch in Netflix? Keine Ahnung. Aha. Auf eine Watchlist einfach. Pack ihn doch einfach drauf. Pack ihn drauf, Mann. Vielleicht sehen die das. Ja, den gibt's auch bei Netflix. Ja, okay. Guck mal. Wie heißt denn der auf Deutsch? Tödliches Kommando? Tödliches Kommando. Ach, deswegen. Das ist mal wieder eine geile Übersetzung. Ja. Aber er hat es zumindest gefunden, als ich The Hurt Locker gesucht habe. Das sollte man aber auch verlangen, dass er. Netflix hat das mit den unterschiedlichen Sprachen verstanden, im Gegenteil zu Amazon. Ja, meistens ja auch. Außer, was hast du wolltest? Außer gucken? Der Film heißt anders. Ach so, Dingens. Naja, oder, also Amazon stellt auch noch ganz oft einfach zwei unterschiedliche Artikel in den Store. Immer einmal noch. Halt den deutschen, einmal den englischen. Ja, das machen die immer noch. Aber bei den neuen Sachen ist es ja immer. Also die Sachen, die sie selbst produzieren, das ist auf jeden Fall immer Englisch bis jetzt gewesen. Ja, die Sachen, die sie selbst produzieren. Ja, das ist richtig. Ja. Toll. Falling Down. Toll, jetzt habe ich fünf Sachen wieder hinzugefügt zur Liste. Casino habe ich auch auf meiner Liste. Ich habe Angst, Casino. Ja, weil ich habe Angst, dass... Ach, der gefällt dir eh nicht. Ja, ich habe den ja schon mal gesehen, aber der hat mir nicht gefallen. Aber den lange her. Aber, Phil, du hast doch jetzt den mit Robert De Niro gesehen, oder? Wen habe ich gesehen? Diesen einen Film mit Robert De Niro, der jetzt auch auf Netflix ist. Ja, nee. Nee, ist er nicht so? Okay. Nö, also der ist jetzt nicht schlimm. Ich meine, es ist immer noch Robert De Niro, aber nö, also den muss man nicht sehen. Dann den mit John Travolta auch, meinst du? Ja, da ist...
Das ist irgendwie nur irgendwas mit Jagen oder sowas. Ja, nee, der ist. Männer in der Natur mit dem Pfeil und Bogen. Ja. Also so kam es mir vom Cover her vor. Es gibt einen Film über die Queen. Jetzt schon? Lebt doch noch. Er hat ja nicht gesagt, welche. Genau, Queen Victoria. Ist sie gerade raus? Ja, hier den mit über die Eiserne Lady, den fand ich auch ganz gut. Mit, wie heißt noch die Schauspielerin? Ah. Die aus Harry Potter? Das weiß ich nicht, aber Margaret Thatcher. Ja, genau, über Margaret Thatcher, aber die, ach Gott, da ist doch die. Aus Harry Potter? Nein. Aus Harry Potter? Gryffindor. Nein. Jetzt kommt's. Mit nichts mehr, Jan, oder? Nee, ist die aus Harry Potter. Ich glaube, das ist die aus Harry Potter. Ist das Meryl Streep? Nicht. Meryl Streep. Genau. Ja, die aus Harry Potter, genau. Die hat ja gar nicht bei Harry Potter mitgespielt. Dann kann die das nicht sein. Hat die bei der Tod spielt, steht mir gut mitgespielt? Wo hat sie mitgespielt? Der Tod steht mir gut, glaube ich, oder? Schau doch nach. Nee, Quatsch, das war Melanie steht Griffith. Steht ihr gut. Das war Melanie Griffith. Hat die in Harry Potter mitgespielt? Nee. Doch, die hat auch bei der Tod steht ihr gut mitgespielt, Mary Streep. Aber nicht bei Harry Potter. Ja, aber du meinst Maggie Smith. Die meinte ich, genau. Die hat nämlich Harry Potter mit. Alle nur mit McGonagall. Aber das habe ich bestimmt mit Maggie Thatcher verwechselt. Maggie Smith. Maggie Smith. Ja, Sharknado 6, wahnsinniger Trailer, verspricht einen würdigen Abschluss. Boah, Gott sei Dank. Ein Dinosaurier kommt auch vor. Was? Muss? Dann ja, und der Wilde Westen. Die machen irgendwie Zeitreise noch mit dazu. Das ist ja der beste. Dass ihr euch sowas überhaupt merkt. Ich habe nur das Poster gesehen, das war's. Wikipedia hat alles vor. Maggie Smith in Magic Smith umgewandelt. Magic Mike. Sie war Magic Mike in Wirklichkeit? Mhm. Geil. Der Tod steht ihr gut, muss ich nochmal sagen. Also ich bewundere ihre Schauspielkunst, aber ich will sie nicht in einem Strip-Film sehen. Meryl Streep? Meryl Streep? Bruce Willis? Goldie Hawn? Isabella Rossellini? Das war's. Tortellini? Sidney Pollack. Das war ein guter Film. Der Tod steht ihr gut. Schon von 92. Hat die nicht auch in Red Mat gespielt? Nee, das waren nur Bruce Willis und John Malkovich und noch jemand. Da hat aber auch irgendeine Frau mitgespielt. Ja, aber das war sie nicht, glaube ich. Ah, das war hier die R.E.D.IMDB. Wer ist großes E. Punkt? Was? Mary Louise Parker. Nein, die meinte ich nicht. Das ist die alte. Die von Spider-Man, oder? Das ist die alte. Die alte von Red. Alte, ja, genau. Helen Mirren. Sie überhaupt schon? Helen Mirren, dankeschön. Boy, wird die nicht. Erst wenn man auf See Full Cast geht, wird die angezeigt. Das ist ja echt, bei Wikipedia steht sie an vierter Stelle. Lustig. Naja, aber wen hast du dann auch? Bruce Willis, John Malkovich, Anthony Hopkins. Bruce Willis steht als erster. John Malkovich, wo steht der denn? Morgan Freeman. Morgan steht Freeman. Netflix weit oben, aber. Sind die nach Bezahlung sortiert worden? Hier, James Remmer spielt am mit. Set, da ist Bruce Willis immer ganz weit oben. Richard Dreyfuss, Carl Urban, Brian Cox. Also der erste ist auch ein cooler Film. Den zweiten fand ich jetzt nicht so. Wie heißt der? Red. Also wie rot. Farbe. Ah, ja, nur mit Punkten dazwischen. Ja. Funktioniert bestimmt auch ohne. Ja. Ja, aber nicht, wenn du es in Google suchst. Doch. Wenn du nach Red eine rote Platte. Ich hab tatsächlich nur noch den drei Buchstaben. Ich habe Red, also als Farbe Red eingegeben und das erste Ergebnis war sofort der Film. Ja, weil ich habe in der Google Bildersuche gesucht. Da hast du tatsächlich eine rote Platte. Dies ist rot. Es gibt viele rote Farben. Aber du hast Red, da ist ein zweiter Eintrag. Älter hat er besser. Ja, Retired Extremely Dangerous, okay. Ich liebe John Malkovich.
Vor allem in dem Film ist der auch so gut. Nee. Dabei habe ich immer noch nicht Being John Malkovich gesehen. Gibt's auch in Netflix, Red. Und Red 2. Ja, aber hab's Being John Malkovich leider nicht. Ja, aber Red 2 ist, ja. Schreib den doch mal auf deine Liste, Jan. Genau. Der steht auf meiner Watchlist. Sehr gut. Dann kann's ja nicht mehr lange dauern. Picard ist zurück. Ja. Oh ja. Ja, gut, dann brauchen wir ja aber jetzt nicht mehr drüber reden, bis es soweit ist. Oh. Ach. Ich fand dann die Szene bei dieser Versammlung schön. Die komisch werden. Natürlich. Bei der Convention, wo er es angekündigt hat, wo er also angefangen hat zu weinen, weil alle geklatscht haben. Das Beste wäre jetzt eigentlich, wenn ich das wieder vergesse und dann irgendwann total überrascht bin, dass es jetzt wieder was mit PK gibt. So wie bei Disenchantment, da wusste ich auch nicht, dass es das jetzt gibt, bis es kam. Genau. Super 8 habe ich auch noch nicht gesehen. Den habe ich damals im Kino geguckt. J. Kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Nee, von, ist der nicht von J.J. Abrams? Mhm. Der ist von Spielberg. Von der ist von beiden. Prozent, glaube ich, oder? Ja. Nur, da muss jetzt der Name oben stehen, weil das schaust du viel mehr an, wenn da steht. J.J. Abrams und Steven Spielberg. Ja, Steven Spielberg hat in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich 170 Filme produziert. Kann schon sein, aber es gilt nach wie vor, wenn auf einem Film Steven Spielberg steht, ist der nicht scheiße. Der schlechteste Film von Steven Spielberg ist immer noch nicht scheiße. Und ich weiß nicht, was der schlechteste ist. Das war jetzt nur eine. Super 8. Vielleicht. Also, der Film ist okay. Nichts Besonderes. Ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich auch nicht. Er hat gar keinen bleibenden Eindruck gelassen. Nee. Vielleicht muss ich ihn nochmal gucken. Nee, okay, gut. Gucke ich also nicht nochmal. Gibt so viel. Viel zu viel und zu wenig Zeit. Ich gucke einfach alle alten Filme, die ich schon kenne, nochmal. Das ist viel besser. Da ihr müsst einfach aufhören, soziale Kontakte zu haben. Dann geht das viel leichter. Ja, das ist und nicht mehr arbeiten müssen wäre auch super. Aber ich habe auch trotzdem noch andere Interessen außer Filme gucken. Das ist das Problem. So Computerspielen und so. Ja, das kann man ja gleichzeitig. Nein, das hasse ich. Das mache ich nicht. Nein. Das ist doch eklig. Ja, ah, doch. Bei so. Bei es gibt Filme, geht das. Die. Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt Filme. Die gucke ich nur nebenbei. Battlestar Galactica. Ja. Aber ich habe halt auch, früher habe ich das gemacht, aber irgendwie kriege ich dann von weder dem Spiel noch von dem Film so richtig. Ja, wenn ich einen Film wirklich, wirklich sehen will, dann mache ich das auch nicht. Aber es gibt schon so Filme, da stört es überhaupt nicht, wenn ich mal zwischendurch 5 Minuten keine Aufmerksamkeit. Ja, aber so einen Film gucke ich dann halt. Den habe ich mir so nebenher angeguckt. Da. Ja, genau. Wenn so nebenbei Dinge explodieren irgendwie. Also Michael Bay-Filme. Transformers 23 oder sowas? Ja, Transformers-Filme gucke ich zum Beispiel so. Hat jemand die Einkreisung geguckt? Das klingt. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja, finde ich auch. Auf die Liste. Encirclement. Das ist eine Netflix-Serie, oder? Ja, mit hier Daniel Brühl. Mhm. Und mit Dakota Fanning. Ist das die in diesem viktorianischen London? Dakota Fanning? Ah, also ja. Nee, das meinst, ich glaube, du meinst Penny Dreadful. Nee. Es gibt noch auch einen Film mit Daniel Brühl, der im... Ja. Ja, genau. Das ist aber trotzdem New York. Genau. Okay. Genau. Aber ich weiß, was du meinst, Daniel. Aber die Stimmung passt schon zu dem, was du meinst, ja. Ich habe auch nur Bilder gesehen, also Werbebilder davon. Der sieht auch aus, sieht auch aus wie Dr. Watson mit dem Hut, den er aufhört. Ja, sowas in der Art, ne? Dann habe ich es einfach nur falsch gelesen. Und es spielt 1896. Ah, The Alien. Der hat's ganz gut geschafft, irgendwie international. Was macht der noch? Der hat hier bei dem letzten der Brühl, Film, der so war schlecht, bei den Marvel-Filmen, war auch zwischendurch mal dabei. Der Film, den sie beim Super Bowl ausgestrahlt haben, den ich so schlecht fand. Paradox. Genau, da war der auch dabei, ja, oder? Da hat er auch. Da war der sogar noch einer der besseren. Das stimmt. In Marvel war einer der Schlechteren. Sie haben ihm ja nicht viel Möglichkeit gegeben, irgendwas zu machen. Sowas wie Mythbusters könnte ich mir vorstellen, nebenbei zu gucken, während ich irgendein Spiel gucke, Spiel spiele, was auch nebenbei. Nein, da muss man genau aufpassen, sonst kann man das hinterher den Leuten nicht erklären. Hm, okay, das stimmt. Weißt du nicht, ob Busted oder nicht. Ich finde es immer noch lustig, dass einer von den Mythbusters bei der Expanse-Serie mitgespielt hat.
The Expanse? Ja. Worum ging es in der Serie nochmal? Um die Bücher. Weltraum. Diese Sci-Fi-Serie, die so versucht, einigermaßen realistisch zu sein. Ja, ja, genau. Die habe ich die zweite Staffel noch nicht geschafft. Den muss ich nochmal anfangen. Genau, da spielt er mit. Ach so. Aber der eine ist doch auch von Industrial Light and Magic, oder wie war das? Wow, ich kenne niemanden, der das ausspricht, glaube ich. Ilm. Aber du kennst ja auch niemanden, hast du eben gesagt. Hm. Oh. Nein, es ist ein Unterschied, sich nicht persönlich mit Leuten zu treffen. Das will ja auch keiner. Oh, Michael Ironside spielt in der Serie auch mit, lustig. Den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Wie, der heißt eigentlich Fred Ironside und hat sich nur Michael genannt. Weil es härter klingt. Ja, amerikanischer, weil er ist auch Kanadier. Ach, der Kanadier. Hm. Von den kanadischen Inseln. Aus Kanada. Oh, Kanada. Blame Can. Ah, nein, Moment. Suicide Squad habe ich auch nur, glaube ich, 20 Minuten geguckt. Und dann habe ich ein Spiel angemacht und habe ihn weiterlaufen lassen. Ich habe letztens den Film angemacht und dachte so, ach komm, den kippst du jetzt mal. Da reden Leute so viel schlechtes Zeug drüber. Du willst endlich mal wissen. Ey, aber meine Güte, so ein Budget, also so viel Geld für Schauspieler ausgegeben, aber null. Und jetzt, denkt Netflix, du hast den geguckt. Toll, ja, danke. Er hat ihn ja auch geguckt. Ich habe ihn ja auch geguckt. Halt was dann nicht mehr mit voller Aufmerksamkeit gespielt. Und jetzt krieg ich Werbung für Suicide. Was denn so? Ich muss aber generell sagen, die ganzen Superheldenfilme nerven allmählich. Das ist wahrscheinlich so irgendein Strategiekriegsspiel, weil ich stimme Mario, glaube ich, alles, was ich in letzter Danke Zeit. Danke. Also die Komödie nimmt überhand, das dachte ich jetzt echt das letzte Mal, als ich rauskam aus dem Saal. Alle waren so happy, dass rauskam. Bei welchem warst du denn? Deadpool? Ant-Man 2. Ach, ja, das ist aber halt auch echt ein dummes Beispiel. Also wenn der Comedy zu viel ist, Ant-Man war doch schon der erste Teil, war schon der. Gut, dann nehmen wir Thor 3 her. Dann nehmen wir Thor 3 her. Ja, okay. Mhm. Nein, ja, okay. Da war aber auch Jeff Goldblum dabei, das geht nicht anders. Den würde ich mir immer Ihn noch fand angucken, ich aber klasse. Aber ich glaube, das ist der einzige, der mir nochmal richtig gefällt. Aber ich finde, cool, da stört es mich fast weniger, weil, also wenn ein Film so klar auf die Comedy-Schiene geht, dann stört mich das weniger, wenn da die ganze Zeit dumme Witze kommen, als wenn es eigentlich ein ernster Film ist und dann ständig die Stimmung gebrochen wird durch einen blöden Witz. Aber das ist die Sache, ich komme mit Superheldenfilmen per se nicht mehr so, boah, das ist mir einfach... Das ist einfach alles viel zu viel desselben, nur mit anderem Kostüm. Ich fand schon immer nur Batman gut. Dann ist dieser dritte Tor aber vielleicht auch was für dich, weil der ist ja, nicht das, einfach nur witzig. Ja, deswegen glaube ich ja. Und deswegen ist auch der einzige Superheld, dessen Filme ich abfeiere und gerne gucke, ist eben Deadpool, weil er die ganze Scheiße auch auf den Arm nimmt. Und, ja, und das ist auch noch richtig gut. Und ich meine, ich bewundere Marvel dafür, dass sie über 10 Jahre so ein riesen Filmuniversum abgekupfert haben von ihren, also gut abgekupfert haben von den Comics und das auch anscheinend irgendwie komplex hinbekommen haben. Ich verachte sie. Aber, nee, also für mich hat es das alles, trotzdem hat es allein der Erfolg Marvels hat für mich mehr Schaden an die Blockbuster-Industrie gebracht als Nutzen. Ah, Suicide Squad. Ja, finde ich 95% so. Übereinstimmung. Löschen. Wow, aber Film. Also ich meine, das wundert mich jetzt nicht, Tim. Nee. Nein, das war ein Witz. Ja, aber das sagt doch gar nichts. Filme empfiehlt, das haben wir schon erwartet. Das war ja aber echt ein kompletter Autounfall. Ich nicht. Ich bewerte jeden Film. Ich habe nur die eine Szene gesehen, wo Will Smith beweisen soll, wie gut er schießt. Mhm. Das war so lächerlich, wie er damit das Gewehr so gerade, 45 Grad, wieder gerade, 45 Grad. Mhm. Total Recall, oder der neue, oh Gott, den fand ich auch total Alle schlecht. Löchen. Den kannst du dir auch knicken. Den habe ich schon gesehen. Der ist echt Müll. Aber muss man den Original gucken und dann ist gut. Den habe ich vor einer Weile geguckt. Da spielt auch Michael Ironside mit. Da gibt es ganz schön viele Szenen, die echt, also jedes Mal, wenn da jemand an die Oberfläche kommt und ihm der Kopf platzt. Das sieht so witzig aus. Meinst du den alten, wo die Augen da so rauskommen? Ja, genau.
Ja, aber das ist ja schon ein Kultfilm und der ist auch gut. Und ich weiß nicht, warum man da ein Remake von braucht. Da braucht man kein Remake von. Das ist das Geld. Ja, klar. Das ist ja die ganze Sache. Aber da muss man ja trotzdem nicht gucken und ich habe es trotzdem gemacht. Ja, man erwartet ja erstmal einen guten Film, wenn man sich vorher nicht informiert hat. Ja, okay. Ach, war der bei dir mit Colin Farrell? Ach nee, der hat aber auch ein paar gute Filme gemacht. Nee, Colin Farrell hat teilweise sehr gute Filme. Ja. Hier der mit dem Hirsch zum Beispiel. Wie hieß der denn noch? Colin Farrell. Also natürlich Brügge sehen und sterben, aber welcher? Hier, The Lobster, den wollte ich mir immer angucken. Ach, das wie ist der Kokosnuss? Habe ich, glaube ich, noch nie auf Englisch gesehen. Wenn ich das jetzt wieder zusammenkriege, der ist halt auch schon 3 Jahre her. Aber irgendwie, wenn Leute sich nicht, wenn die sich nicht finden, also wenn sie kein Paar mit jemandem werden, dann werden sie in Tiere verwandelt. Irgendwie sowas. Ah, davon hast du schon mal erzählt. Ja. Und der hat jetzt noch irgend so einen Film mit zwei. Da Killing of a Sacred Deer, der ist auch ziemlich krass. Also der hat schon den coolen Film mitgespielt. Jetzt nicht so ein Scheiß wie SWAT oder sowas. SWAT ist aber auch so ein Film, den ich gut nebenbei gucken kann. Ja, ist halt Samuel L. Jackson. Ja. Nightcrawler könnt ihr euch auch mal noch auf die Liste setzen bei Netflix. Den, das mit hier dem Gyllenhaal, oder? Mhm. Ja, der steht auf meiner Watchlist. Ja, der ist gut. Du sagst ja immer wieder The Straight Story. Das sagst du immer wieder. Klingt mir zu straight. Mag ich nicht. The Straight Story gibt's ja gar nicht. Nee, gibt's auf Amazon. Ah. Gibt's ja nicht, dass es das nur auf Amazon gibt. Das ist der andere. Ja, gar nicht. Ach so, ja doch, jetzt. Nein. Täusche ich mich? Ja, doch. Davon hast du erzählt. Stimmt. Das sagst du wirklich immer wieder. Ich habe ihn noch nicht angeguckt. Und was man auch unbedingt gucken muss, ich hab's vergessen. Birdman, unbedingt gucken. Ist auch auf meiner Watchlist. War viel zu lange auf meiner Watchlist. Das ist gelöscht. Nee, dann habe ich ihn geguckt, weil Phil ihn geguckt hatte. Ja, und der ist auch gar nicht so lang, oder? Normal lang, 2 Stunden. Mindestens. Ich wünschte mir nochmal diese 90-Minuten-Filme zurück. Ich auch. Ja. Aber das sind ja meistens Komödien, die so lang sind. Die sind oft nur 90 Minuten lang. Ja, oder der hier mit Tom Hardy im Auto, der dauert auch irgendwie 86 Minuten oder so. Oh, ich glaube, es gibt Birdman gar nicht mehr oder gab es den auch auf Amazon Prime? Doch, den gibt es noch. Amazon. War auch Amazon gibt's auch noch. Ja, das war auch ein sehr guter Film, Jan. Total. No Turning Back war das. 1:21. Ach, Tim, du bist ja ein PC-Profi. Nein, ich bin auf Mac umgestiegen. Ach, das weißt du sicher auch noch. Aber wüsstest du trotzdem, warum die Komma-Taste vielleicht nicht funktionieren könnte? Vielleicht, weil du das falsche Land eingestellt hast. Oder weil die Taste kaputt ist. Nach Ockhams Rasiermesser könnte auch das sein. Also ist es wahrscheinlich wirklich hinnig, ja, das ärgert mich, weil ich habe es alles schon umgestellt, wirklich das Land schon geändert und das bei den Spracheinstellungen gemacht. Hast du schon mal die Komma-Taste rausgenommen und sauber gemacht? Und na warte, wenn ich jetzt Caps-Bla anmache, ja, und dann drücke ich die Taste drunter, nennt sich keine Ahnung mehr wie, und dann funktioniert es wieder. Dann liegt es wohl nicht an der Taste. Dann können wir das doch ausschauen. Diese Information hat er mir aber noch gefehlt. Ja, ich musste noch das Essen runterschlucken. Ich war noch nicht so weit, alles mit dir zu teilen. Aber wenn du Z eintippst, dann kommt kein Y oder so? Nein, es ist nicht Englisch. Hm. Und im Nummernblock funktioniert die Taste auf jeden Fall, die Komma-Taste, aber die links im Buchstabenfeld halt nicht. Die funktioniert halt nur, wenn Caps eingeschalten ist und ich habe vergessen, wie... Ein Semikolon kommt dann, oder nicht? Ja. Nein. Schon. Ja. Nein, da kommt gar nichts. Aber die Taste unter Caps, ich habe vergessen, wie die heißt, weil da nichts draufsteht. Wenn ich sie drauf drücke, dann auf die Komma-Taste drücke, dann ist ein Komma da. Shift. Dann geht's.
Chef, danke. Das ist ja die gleiche wie die Caps Lock, nur dass du halt die halten musst. Ja, aber da funktioniert es, ne? Also, ja, mit du drückst ja, alleine geht es nicht. Also, wenn du Caps Lock aktivierst und Komma funktioniert. Okay. Das ist das echt Caps Lock creepy. Dann quasi ausschaltest über die Shift-Taste wieder. Wenn ich jetzt ausschalte und ich probiere es mit Shift, nix. Dann kommen nämlich nur die Punkt und Komma quasi. Wie Punkt und Komma? Also doch Semikolon. Ja, wenn Caps wieder ausgeschaltet ist und ich das dann mit Shift mache. Moment, du hast mich jetzt falsch. Ich glaube, du verstehst die Taste gerade falsch. Ja. Also, ich hätte nochmal ein Problem. Ja. Alles ist normal, kein Caps, nichts, ja. Ich drücke die Komma-Taste, es funktioniert gar nichts. Es kommt gar nichts. Ja. Jetzt drücke ich Shift und Komma. Dann kommt dann Punkt Semikolon. Das ist auch richtig. Ja. Passt. Ist okay. Jetzt drücke ich Caps. Jetzt versuche ich es nochmal mit der Komma-Taste. Dann kommt nichts passiert. Nein, gar nichts. Okay. Das heißt, die Taste funktioniert quasi nur mit Shift. Und jetzt habe ich ein Komma. Ja, klar, weil du dann das Caps Lock wieder kurz deaktivierst über die Shift-Taste. Ja. Das ist echt. Das ist ein Problem für den Google. Konnte mir echt nicht helfen. Also, ich kann ja mein Problem jetzt nicht in die Google-Zeile reintragen. Wenn ich das mache und dann das mache und dann das mal probieren. Aber wir können definitiv ausschließen, dass die Taste kaputt ist, glaube ich. Ich hole mir mal meinen Tee, sonst wird der bitter. Okay. Ja, das wäre bitter. Ich habe echt an Windows 10 getippt, weil der klingt doch meine Maus manchmal aus. Er will sie mal nicht haben und so. Und das ist jetzt ziemlich riskant, wenn ich sage, wenn ich eine neue Tastatur kaufe. Und was ist, wenn es schon wieder ist? Ja. Dann gib sie zurück. Nein, über Amazon ist mir das zu kompliziert. Bei Amazon ist das so überhaupt nicht kompliziert. Nein, es ist eh toll. Wahrscheinlich wollen sie nicht mal mehr Geld haben oder so. Also das geben sie mir sogar. Aber ich meine, geht suchen. Du musst es in die Schachtel reinlegen, ausdrucken alles. Ja, na gut, muss ich dann, Typen dann geben, ich kann ihn anscheißen und lass einfach alles so, wie es ist. Das ist bestimmt weniger Arbeit auf Dauer. Brickster schreibt, er braucht noch einen Moment, bis er merkt, dass sein Mikro gar nicht funktioniert. Hat sich das mit der Taste inzwischen geklärt? Nein. Schade, manchmal. Ja, er muss sich eine neue Tastatur kaufen. Ja. Ich werde es mit der neuen Tastatur probieren, vielleicht funktioniert es ja wirklich. Wenn nicht, bringe ich die neue einfach wieder zurück. Vielleicht hast du sowas. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Ach, das ist eine neue? Nein, also die ist jetzt. Ich habe gesagt, er soll sich eine neue kaufen. Das könnte vielleicht, also woran ich noch gedacht habe, ist, dass du wie heißt das denn, so für die nur eine Hand haben oder irgendwie solche Einstellungen gibt es doch. Wenn man eine Hand hat, okay. Das war jetzt nur ein Beispiel. Es gibt doch solche. Ist ja voll blöd dann. Was? Wenn man nur eine Hand hat. Ja, kann man nicht viel damit machen. Nö. Ja, deswegen gibt es auch extra so Einstellungen, dass man die ganzen Sachen auch mit einer Hand benutzen kann. Da wäre mir jetzt nichts aufgefallen. Wie nennt sich denn diese Einstellungen? Eingabehilfen. Ja, genau, Eingabehilfen, dass du da vielleicht irgendwas verstellt hast. Eingabehilfen, ja, dann schaue ich mal unter Systemsteuerung. Eingabehilfen. Oder ich suche erleichterte Bedienung heißt es bei Windows 10. Ah. Sehe ich gerade hier. Eingabeeinstellungen nehme ich mal an, oder? Nee. War bei mir bei erleichterte Bedienungen. Erleichtert die Interaktion mit der Tastatur. Nimmt das Komma aus dem Spiel. Nie wieder Kommafehler in ihrem Text. Das existieren. Da führe mich mal dahin, Ben. So. Ich habe einfach auf Systemsteuerung gedrückt. Du gibst doch einfach nur noch Begriffe ein. Ja, welche. Ich weiß, überhaupt nicht mehr, wo das alles ist. Ja, genau. Okay, Benny, was? Windows 10. Ja, ich habe auch Windows 10. Passt schon. Also Einstellungen und dann habe ich da 4, 7, 10, 13 Sachen, die ich anklicken kann. 4, 8, 15, 16, 23. Und in der zweiten Spalte von links gibt es Geräte, Apps und erleichterte Bedienung. Aha, ja, okay, gut. Genau. Oder du gehst einfach in das Suchfeld erleicht. Das ist langweilig. Ja, wolltest du mir nicht sofort ausspucken, deswegen. Okay. Ich muss mal lesen. Okay. Windows vereinfachen und personalisieren. Komma bitte streichen. Ah ja. Häkchen raus. Das sagt mir gar nichts.
Transparenz in Windows anzeigen, automatisch ausblenden, Hintergrund und weitere Farben personalisieren, die Größe. Bildschirmtastatur verwenden, toll. Ja, die wahrscheinlich würde die sogar funktionieren. Zusätzliche Anzeigeeinstellung vielleicht. Nein. Weitere? Andere Optionen ändern. Rechtschreibfehler automatisch korrigieren ein. Was? So was geht? Aber Tim, vielleicht hilft noch dieser Hinweis. Meine Maus, die schaltet, also die wird immer irgendwie kurz ausgeklinkt von meinem Rechner. Das heißt, diese USB-Maus halt. Und das würde sie kurz nicht erkennen. Und dann geht's wieder. Mhm. So noch eine Minute, circa ein paar Mal geht das so und dann geht es wieder für ein paar Minuten. Nein, und ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, ich müsste echt mal eine andere Tastatur probieren, ob es dann auch müsstest du auch einfach dein Windows mal wegschmeißen. Ja, mich ärgert Windows 10 sowieso seit dem letzten Update. Also wegschmeißen bringt ja nichts, du musst es hinterher schon auch neu installieren. Ach so. Aha. Könntest du mal versuchen, die Maus in einen anderen USB-Port zu stecken, ob das da nicht mehr passiert? Habe ich auch schon gemacht. Bei der Tastatur genauso. Also das sind diese Tricks, die... Bist du? Nein, Entschuldigung, ich lache nur wegen Jan. Das ist alles. Was geht die Tastatur? Ach, es geht nicht? Nein, ernsthaft? Dann essen wir lieber einfach auf Tims Reaktion. Was? Max calls? Warum sollte Max denn anrufen? Ich weiß auch nicht. Ich bin Max. Max ruft mich an. Und das 486 Mal. Dieser Max. Ein Selfmade-Millionär. Max Powers. Na klar geht das. Ah, da ist er ja. Das ist ja verrückt. Das ist ja nur verrückt. Atmen. Ach so, vielleicht bedeutet das, dass da gerade Echo überlastet ist. Ja, das oder, mag sein. Oder hast du noch eben hat noch funktioniert? Dann habe ich neu gestartet. Ja, genau. Ich mache das alles gerade von 486er aus. X33 oder 66? Oder noch SX? Ohne mathematischen Co-Prozessor. Ja, genau. X1138. Ich musste eben mit unserer virtuellen, unser Institut hat jetzt eine virtuelle Maschine und unser Rechenzentrum hat dafür ein VMware-Portal, also das haben die eingekauft und das funktioniert tatsächlich noch mit Flash. Nein, das ist so grauenhaft. Und runterladen kann man nur eine veraltete Version, wenn man halt nicht über den Browser versuchen will. Und dann kann man gar nicht die gesamte VM, also alle Einstellungen vornehmen. Ich habe gar kein Flash mehr im Browser. Ich eben auch nicht. Ich habe es mir extra dafür wieder installieren müssen. Ich will doch einfach nur per SSH da drauf, mehr Nick. Root-Zugriff. Ja, das hat nicht mal einen DNS-Namen. Ich weiß gar nicht, wo ich da hin soll. Aber das frage ich die alle. Alle? Ja, die vom Support, die mich da ertragen werden müssen. Okay. Brauchst du also brauchst einen virtuellen Server? Oder worum geht's? Ja, genau. Ja. Den haben wir. Aber den zu benutzen ist gar nicht mal so einfach. Der kommt halt nicht drauf. Unser Zahlensender läuft auch auf einem virtuellen Server. Ja, und da kommst du drauf. Natürlich, mit SSH. Ja, will ich ja auch. In anderthalb Monaten sollen da die Studierenden drauf. Auch mit Flash? Nein. Das ist mit Java-Applet. Das ist, genau. Und das an einer technischen Hochschule, ey. Brr. Naja, jetzt Feierabend, jetzt Battlestar Galactica Web Episodes. Ich habe nochmal geguckt, ob man die anders auf YouTube findet. Und dann habe ich High-Quality-Dinger gefunden. Ja. Die waren auch auf 240p. Ja. Also ich habe auch keine Gesichter erkannt. Ja, die wurden damals auch nur in der Qualität produziert. Echt? Ja. Oh. Echt? Die wurden in der Qualität auf wegen der Stilmittel. Wegen alt. Ah, wegen der Kameraqualität bei Battlestar Galactica. Nee, ich verstehe. Ja, und weil das Budget 2000, auch nicht so groß war. Quatsch. Wegen 2005 und YouTube natürlich. Weil da nichts anderes ging
zum Hochladen. Aber heutzutage sagt man, das ist wegen der Battlestar Galactica Kameraqualität. Wird schön geredet. Ja. Obwohl ist das auch noch, da ist doch auf irgendwelchen CDs oder Blu-rays jetzt auch drauf. Steht doch in der Inopedia. Hm? Ja, ist bei mir auch drauf. Da ist das doch bestimmt in einer höheren Auflösung drauf. Kann ich mal gucken. Mario, hast du noch den Film geguckt? Meinst den uralten Film? Ja. Nein, der liegt hier neben mir gerade am Schreibtisch. Dann frage ich gleich nur Phil nach seiner Meinung. Der hat ihn nämlich geguckt. Sagt mir Letterboxd. Spoiler! Ja, du sollst den Film starten, sonst habe ich die CD nicht eingeschmissen, Dödelkopf. Für die Webisodes? Nein, ja, ich wollte mal gucken, ob die Quali auf der CD besser ist. Die sind da drauf, gell? Ich weiß nur nicht auf welcher, deswegen muss ich es gerade ausprobieren. Gestern habe ich noch gelesen, auf welcher. Ich glaube, in dem Link, den ich gepostet hatte, stand es drin, in dem Wikipedia-Link. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, 23 Grad Freitag, Tim. Offensichtlich ist es das nicht. 23 Grad Freitag. Das ja, ist doch schön. Aber jetzt noch kein Hinweis auf Gewitter, finde ich. Das, ja, der Hinweis auf Gewitter ist dieses Wolkensymbol mit diesen roten. Ich guck mal in meiner Wettervorhersage. Ach nee, shit, das ist, glaube ich, in der dritten Staffel und nicht am Ende der zweiten. Ach, Bernd, das müsstest du doch wissen. Ich habe die nicht auf der CD geguckt. Ich habe die bei YouTube. Wo habe ich das denn gepostet? Auswärts. Ach, in Sendung. Das gehört ja zur Sendung. Du verrückter Hund. Ordnung. Einfach Infos zur Sendung in Sendung. So ein kluger Mensch. Ich meine, K-L-O-G. Achso, Pädagogik, wenn man so nebenbei nochmal erklärt, wie man es richtig macht. Habe ich. Ich finde es gut. Ja? Was? Ja. Du weißt genau, was ich meine, ne? Ja, natürlich, Disenchantment. Was findest du? Genau. Ah, ich finde es auch gut. Ich bin über die erste Folge bisher noch nicht raus, aber musste ich wenigstens schon ein paar Mal schmunzeln. Also ich finde, der ist jetzt so von Serie zu Serie immer weiter weggegangen von, das müssen auch Kinder lustig finden, aber ich finde es gut. Also ich finde es nicht so gut wie Futurama, aber ich finde es besser als Simpsons. Ich bin ja nicht so ein Simpsons-Fan. Ich habe auch schon sehr lange kein Simpsons mehr gesehen. Dafür zu wenig Folgen gesehen. Simpsons ist mir irgendwann halt zu blöd geworden. So die neueren Staffeln, die sind einfach nur noch Blödsinn. Nur noch Humor, tut sich weh, bla 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 bla. Ich habe wahrscheinlich die letzten 5 Staffeln schon gar nicht mehr mitbekommen. Ich finde allein die Musik super von Disenchantment. Mich kotzt das schon an, dass das lange Intro nur bei der ersten Folge kam. Ich will eigentlich jedes Mal das lange Intro haben. Echt? Ja. Ich hab mich gefreut. Ich nicht. Also ich finde die Musik auch nicht schlecht, aber ich bin mittlerweile, ich finde lange Intros anstrengend. Außer diesen haben irgendwas besonders Interessantes und nicht einfach nur szenische Aufnahmen von einem Schloss. Jetzt, ich finde es schön, um die Musik. Dass es auch nochmal eine Serie ist, die keine Stundenfolgen hat. Ich meine, okay, da ist bei dieser Art Serien auch okay. Also normal, aber ich finde irgendwie selten, denke ich dann, ja okay, jetzt hättest du auch einen Film gucken können. Ja, aber die sind länger als eine Simpsons oder Futurama-Folge, oder? Das stimmt. Ja. Aber die sind, wenn du die Werbung rausnimmst, auch 18 Minuten oder sowas. Ja, aber hier, die sind 30. Ja, genau. Die sind halt so lang wie eine Simpsons-Folge mit Werbung. Ja. Ach so, okay. Was? 12 Minuten Werbung? Halbe Stunde, ja. Ja, pro 7, Mann. Never tried that stuff. Aber jetzt kommt ja bald auch Werbung auf Netflix. Ja. Was? Endlich. Naja, halt so wie auf Amazon Prime auch Werbung kommt. Ja, vorher. Und also Werbung für anderes Zeug, was im Programm ist. Ja, das ist ja vollkommen in Ordnung, wenn man es auch skippt. Nein, das ist vollkommen in Ordnung. Nicht. Also wenn ich eine Serie gucke, dann will ich nicht irgendwie, das regt mich bei Amazon schon auf, dass ich dann zwischen jeder Episode mir Werbung für Serien angucke, die ich schon 200 Mal gesehen habe und ich werde
Müsst du mir trotzdem nicht angucken, weil die interessiert mich. I see. Ja, ich gucke meistens immer nur eine Folge am Stück, deswegen habe ich dieses Problem noch nie dieser gehabt. Dieser Bullshit, dass die Werbung einfach so losläuft, wenn das Ding an ist, ja, kotzt mich das auch. Das finde ich schlimm auch schon. Das ist ultra übel. Ja. Aber die sind davon total überzeugt, da habe ich letzten Artikel davon gelesen, weil die Leute viel weniger Zeit damit verbringen, rumzubrowsen und sich Serien anzusehen, ohne wirklich was zu gucken, sondern jetzt halt viel mehr tatsächlich sich Zeug angucken. Deshalb wird das nicht wieder weg. Aber die werden dann ja noch mehr gestreamt, also in die Richtung geleitet, die sie gucken sollen. Und das, ja, genau, was mich am, nicht Netflix-Produktion. Was mich am meisten an Netflix ärgert, ist ja, wenn ich die auf Twitter ankacke, deswegen, dass die noch nicht mal darauf reagieren. Ja. Das ist ja frech. Ja. Wie kann man denn bei Twitter ja, dabei reagieren? Dabei hast also, du bitte. So eine große Öffentlichkeit. Ja, eben. Vielleicht musst du das mit dem Zahlensender-Account machen. Kannst ja mal Mark Hamill fragen, ob er ein gutes Wort für dich. Kann mal William Shatner mal fragen, der macht das bestimmt. Er hat eben dann erzählt, dass er eigentlich auch mal einladen, oder versucht nicht? Hat, seine Türklingel einzubauen gerade und es nicht geschafft hat. Hast du ihn mal eingeladen? Nee. Lad ihn doch mal zum Zahlensender ein. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Tim ist ganz aufgeregt und uns interessiert es eigentlich gar nicht. Ich wollte mir letzt Boston Legal angucken, weil ich gesehen habe, dass es auf Amazon Prime ins Programm genommen wurde. Und dann war das nur auf Deutsch. Dann war das nur auf Deutsch. Echt? Ah, habe ich richtig geraten. Ja, naja, das ist halt das häufigste Problem bei Amazon. Toll, und dann hast du es gleich wieder gelassen.